Ja, herzlich willkommen bei der schönen Asylum-Runde und huhu nach da draußen. Wir sind's wieder und spielen heute eine Runde Vampire the Masquerade. Asylum, zweite Staffel. Und mit mir dabei, wie immer, der Oberwagboss als Danny Larkin und das Hexchen als John Dee. Falls ihr die ersten Teile nicht geguckt habt und jetzt gerade neu auf diese Serie stoßt, guckt doch erst die anderen Sachen vorne weg, weil das hier wird euch dermaßen exzessiv spoilern, das ist nicht schön. Und die anderen Sachen findet ihr auch ganz einfach auf meinem Kanal oder auf nordpolforum.de. Und falls ihr hier reinschaltet und sagt, oh, ich habe heute eigentlich gar keine Lust auf Asylum, dann habt ihr das... den Vorteil, ihr könnt heute auch noch das Ende, glaube ich, von Feders Stream gucken. Eine WOD-Ideen-One-Shot, der Zauberwald. Der müsste aber, wenn er überhaupt noch läuft, in den letzten Wehen liegen. Hat nämlich schon um 17 Uhr angefangen. Dann gibt es noch auf dem Kanal vom Reh, ja, gibt es einen 40k-Schattenjäger-Stream, das geheime Spiel der Inquisitorin. Da könnt ihr auch nachgucken, hat aber allerdings auch schon um 18.30 Uhr angefangen, aber die spielen immer eine ganze Weile, von daher konnte da auch noch hingucken. Und auf dem Kanal von Timbo, da läuft in den Klauen der Rotröcke ein Polyversums-One-Shot von Vampire the Masquerade V20. Der hat eigentlich auch um 19.30 Uhr schon angefangen, aber hat technische Probleme, deswegen startet sein Stream wahrscheinlich auch jetzt gerade parallel mit unserem. Und da kommen wir direkt auch zum Thema. Ich hoffe, wir haben keine technischen Probleme heute. Denn Feders Stream und Timbos Stream hatten beide Google-Probleme. Die sind irgendwie aus ihren eigenen Streams rausgekickt worden. Und hoffe, das passiert uns heute nicht. Daumen drücken, Leute. So, was ist beim letzten Mal denn passiert? Meine Spieler sind sich einig geworden, dass sie das zusammen heute zusammenfassen wollen, weil sie einzeln sich das nicht zutrauen. Oder so ähnlich. Ist ja auch gar nichts passiert beim letzten Mal. Entschuldige, ich habe ein paar Fakten verschluckt. Willst du anfangen und ich hake und ich unterbreche dich dreist dort, wo ich disagree. Was? Das war Dinglish für nicht zustimme. Weil Denglisch ist. Ich bin froh, dass ich Denglisch spreche und Englisch, weil ich lerne momentan für Klausuren. Englisch kannst du. Das hat aber nichts mit dem Inhalt des letzten Streams zu tun. Das stimmt leider. Ja, dann sag mal, was ist denn jetzt mal passiert? Wo befindet ihr euch denn? Immer noch im behelfsmäßigen Elysium des letzten Restes der Kamarilla. Genau. Und ihr hattet schon beim vorletzten Mal euch vorgenommen, eigentlich ins Asylum zurückzukehren, weil es gab Indizien darauf, dass das, was immer im River passiert ist, dort seinen Ursprung oder seine Quelle gefunden hat. Nur wissen wir, dass dort nicht die Kokosnuss ist. Genau, ihr sucht die Kokosnuss, die wir probiert haben. Wir haben herausgefunden, wer die Kokosnuss ist, von der ja in den letzten beiden Streams schon gewählt wurde. Die wurde ja geklaut. So, Problem ist aber, die Kokosnuss haben sie sogar schon längst gefunden in der ersten Staffel. Spoiler Alert, Achtung. Ich habe die erste Staffel geguckt. Ach, verdammt, das ist gar kein Spoiler.
Wieso irgendwie schon. auf jeden Fall haben wir da rausgefunden, ja, hey, die Kokosnuss haben wir diablariert, das war nämlich Melissa, mit einem anderen Namen. Also wir kannten sie als Melissa, aber sie war das wohl. Eigentlich heißt sie Dala Coconut. Genau. Das ist zumindest das, was sie vermutet, ja. Ja. Also zumindest sehen sie gleich aus. Ja. Wir haben halt gesehen, wo sie drauf ist und daher denken wir mal, dass sie das ist. Vielleicht hat sie auch eine Zwillingsschwester, weiß man ja nicht, aber wir gehen mal davon aus, dass sie es ist. Als wir das erfahren haben, haben wir dann unseren Plan umgeschmissen und gesagt, okay, wir gehen jetzt nicht mit der Tremere runter, sondern wir machen das anders. Ja, und nach ganz, ganz viel Gerede sind es dann Dick und Sherry geworden. Ja, nachdem man beide hatte, wobei Dick war ziemlich schnell, aber Sherry haben wir erst mal die Finger bekommen, die sind 100 Jahre lang. Ja. Ich habe sie davon, also John hat sie davon erzählt, ein paar Befehle zurückziehen lassen, bis hin im äußersten Fall die Leopold-Gesellschaft holen. Da haben die sich ganz toll dagegen gewehrt, aber ich war so penetrant, dass Koani irgendwann ja gesagt hat. Ja. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ich bin unschuldig. Doch Rüber heißt sie schon, ja. Das ist doch da in Bonn. Dala lässt sich nicht mehr blicken. Ja, ich habe sie angerufen, Becken noch rein. Danny hat sie angerufen. Ja, genau. Eigentlich wollte er sie überreden, dass sie zusammen nach der Kokosnuss suchen, aber sie meinte dann so, ich will die Kokosnuss vor euch finden, hat aufgelegt und meldet sich ein bisschen mehr. Ja. Daher haben wir da jetzt auch keine Spur mehr. Und unseren Primogenus machen wollten? Ja. Ja, ihr habt ihn schon losgemacht. Da haben wir aufgehört. Also wir haben ihn losgemacht und da stehen wir jetzt. Wir haben uns noch mit Waffen eingedeckt vorher. Ich habe sogar den Zettel die ganze Zeit hier auch liegen gehabt. Hier ist mein Sehr gut. Ich glaube, ein Flammenwerfer und ein Breitschwerter. Das ist irgendwie so eine Krankheit von Spielern, ne? Wenn die irgendwie Waffen kriegen, sofort aufschreiben, welche Waffe habe ich. Also ja, natürlich. Wenn man das innerhalb von 2 Wochen voll vergisst. Also nein, wen habe ich einen Flammenwerfer und ein Breitschwert? Du hast eine Kevlar-Weste, du hast einen Dolch und du hast 2 großkalibrige Pistolen. Und eine Handgranate. Ich glaube, die hast du. Ich weiß nicht mehr, wer die hat. Musst du jetzt... Ach, du jetzt... Ich bin ehrlich und fair. Ja? Merkt man. Wer ist fair? Ja, genau. Und John hat auch eine Kevlar-Weste, auch noch ein Messer und so ein Pussy-Pistölchen. Ja, ha, natürlich. Mit Hello Kitty. Ja. Mhm. Wir haben 2 Kevlar-Westen. Davon haben wir nichts gezogen, bevor wir Logan losgemacht haben. Nein. Hätten wir mal tun sollen. Ja. Wo ist das Breitschwert und der Flammenwerfer? Genau, also währenddessen machen sich Dick und Sherry fertig. Und wir kriegen Ausweise gemacht. Ja, das dauert allerdings noch. Das habe ich gesagt, bis zum nächsten Tag. Ja. Und deswegen befreien wir ja jetzt. Das Tremere-Küken soll weiter Research machen für uns. Ja, die ist nämlich auch die eigentliche Person, die rausbekommen hat, wer die Kokosnuss ist. Genau. Oder wer vermeintlich die Kokosnuss ist. Genau, Dala Coconut war nämlich ein Waisenkind eigentlich, das in das Asylum eingewiesen wurde vor einem Jahr oder so. Mhm. Und als wir das Foto von ihr eben gesehen und haben erkannt, das ist doch Melissa. Und nochmal genauer zu Melissa, wir haben sie ja zum Vampir gemacht, weil sie sonst gestorben wäre. Dann hat sie aber total den Knacks abbekommen und als wir dann freikamen, dachten wir, ja, wir können uns mit der nicht noch abgeben, wir sind schon so uns eine Last genug mit unserer heftigsten Schizophrenie, die sich auch in Persönlichkeitsspaltung äußert. Und Dala, die wir nicht kontrollieren können, ja, da haben wir gesagt, können wir nicht. Melissa auch noch tragen wird. Und dann haben wir sie halt deabloriert und haben halt dann
gemerkt. Wird man nochmal lassen wollen. Weil sie weiter ein Snacker ist. Das stimmt. Aber trotzdem ist es wieder so. Genau, dann haben wir noch die Vermutung gehabt, dass das ganz, ganz viel mit meinem Cavian Network zu tun hat. Ja. Und. Ja, das hat ja einen Leck. Genau, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich hat das einen Leck, wegen der Kokosnuss fehlt. Genau, und deswegen muss da ja die Kokosnuss rein, damit das Leck zu ist. Genau, und die Kokosnuss aus dem Supermarkt funktionieren leider. Ja. Genau. Und was immer euch bewogen hat, den total schlimmen, kranken und eigentlich natürlich erstmal Kavianer, aber verrückten Primogen, der bei Kavianer, ich meine, okay, ist euer Chef, aber eigentlich waren sich alle normalen Camarilla-Vampire in River einig, der ist zwar noch wichtig, aber der gehört weggesperrt und am besten auch geflockt. Was auch immer euch geritten hat, ihn freizulassen. Sind wir die Camarilla? Nein, wir sind die verdammten Verräter. Das ist noch nicht so ganz klar, wer ihr seid, aber das darum dreht es sich ja in dem ganzen Stream. Ja, ja, und wir haben letztes Mal damit aufgehört, dass ihr ihn befreit habt, ihm die Fesseln abgenommen habt. Und er lag auf so einem halb aufgerichteten Bett, also so aufgebahrt, mehr oder weniger. Und nachdem ihr ihm jetzt die Fesseln abgenommen habt, richtet er sich auch auf und setzt das erste Mal wahrscheinlich seit etwas längerer Zeit seine mit Flipflops bestückten Flipflops mit Schuhen wären auch witzig. Schuhe mit Flipflops. Das wäre mal Kaviana-like. Nee, aber er hat nur ganz normal Flipflops an. Immer noch seine Bermuda-Shorts und sein Bruja-T-Shirt. Und er steht auf, reckt und streckt sich jetzt erstmal. Danke, meine Kinder. Auch so ein bisschen unsicher zu tun, weil so, na, wer weiß, was der jetzt als nächstes macht. Ja. Wir wollen. Er ist übrigens auch der Einzige überhaupt, der euch als mehrere Personen wahrnimmt. Mhm. Muss man ja auch nochmal erwähnen. Genau, das müssen wir auch nochmal. Aber er hat auch gezielt gesagt, separat. Es ist schwierig, von der Sache zu halten. Das stimmt. Ja. Ja. So, gehen wir dann, meine Lieben. Ich kann diese Wände nicht mehr sehen. Und der stapft dann Richtung Tür. Moment mal, ich will mich wegstellen. Ja. Wie wollen Sie denn gehen? Nach draußen. Sie wissen schon, dass das ein bisschen gefährlich ist. Warum soll das gefährlich sein? Sie war nicht umsonst da so gefesselt. Kann ich ihm, ich will ihm die Hand auf die Schulter legen. Ja. So ganz kameradschaftlich und ihn beschwichtigen. Logan. Mhm. Ja. Wir werden morgen gehen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Warten. Vermutlich. Vorbereiten. Oh, ich habe mich die ganzen letzten Wochen vorbereitet. Wir hatten ja auch keine Zeit. Wir müssen die Kokosnuss finden. Das ist das größte Ziel. Lass uns setzen und überlegen, wo die Kokosnuss genau ist. Hast du eine Ahnung, wo sie ist? Wir haben mich schon kurz OT. Wir haben ihm, glaube ich, aber auch schon gesagt, dass wir Wir haben ja gesagt, dass wir sie deriert haben. Aber wo die Kokosnuss ist, wissen wir ja theoretisch mal noch nicht. So. Also. Setzen wir uns. Aber nicht hier. Ich will nach oben. Ich
weiß nicht, ob ich so klug wäre, die da oben glauben, du wärst eine Gefahr für sie. Hm, nicht zu Unrecht. Neben deshalb kommt es nicht so gut, wenn wir es mit dir da hoch. Was müssen wir die reagieren? Das ist mir scheißegal, wie die da oben reagieren. Die haben mich hier unten festgesetzt und das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Zu deinem Schutz, Logan. Nur zu deinem Schutz. Es bringt uns nichts, wenn du da jetzt hochgehst und von denen da auseinandergenommen wirst. Ich weiß nicht, ob die das sind. Ach ja. Ich kenne ihn noch nicht so lange, ja. Logan ist ein bisschen älter als wir. Nicht wahr? Ja. Ich kenne trotzdem noch nicht so lange wie du. Lass uns nach oben gehen und dann möglichst schnell versuchen, dieses kleine, besinnliche Örtchen wieder zu dem zu machen, was es ist. Ein friedlicher Rückzugsort für Personen wie mich, wo wir unsere Ruhe haben und niemand uns stört in unserem Tun. Sei es der kein verfluchter Sabbat oder irgendwelche kleinen Würmer, die versuchen, an Macht zu gelangen. Logan, wenn du anfängst, dort oben jemanden zu bedrohen oder zu manipulieren, dann werde ich dafür sorgen, dass ich bald der Himmel gehen bin. Und zwar nicht, weil ich Pomogen werden will. Den Posten darfst du behalten. Ich will die Sache drohen. Möglichst schnell lösen. Das ist es, was ich will. Und ich will nicht, dass du irgendeinen Unsinn machst. Wir haben die Tür ja auch abgeschlossen, ne? Ja, wir wollten ja eigentlich noch den einen Gangwell. Das wollte keiner, das hat sich ja keiner getraut. Die positioniert haben, die haben alle gesagt. Na, die haben alle Angst vor dem, ja. Ja, zu Recht. Deswegen, also, ja, die Tür ist zu und wir stehen halt noch zwischen der Tür und eben mehr ist da nicht. Ja. Na. Cory? Ja? Ich habe den Vorteil Essen. Mhm. Das gibt mir eine Stunde. Ich schluck den Schlüssel. Vor seinen Augen, sehr genüsslich. Und dann schaue ich ihn starr und bedrohlich an. Kneift so ein bisschen die Augen zusammen. Sieh es als ersten Schritt, dass wir dich losgeschnallt haben. Dafür bin ich dankbar. Und jetzt haltet ihr mich doch hier fest. Was soll das Ganze? Zur Sicherheit. Wir können von da oben nicht frei reden. Wo kann man denn heutzutage noch frei reden? Hier unten. Und wen interessiert es, wer mithört? Ist mir doch scheißegal. Also, sitzen oder stehen bleiben? Er hockt sich so in so einem Lotussitz auf dem Boden. Mit seinen Flipflops. Ja. Ich würde mich auf Fersen setzen, wenn du weißt, wie das gemeint ist, die Pose. Mhm. Und Danny angucken. Ja, ich setze mich das einfach mit dem Rücken an die Tür gelehnt. Okay. Also bleiben wir jetzt bis morgen früh hier oder was soll das Ganze? Und was wollt ihr noch bereden? Dick und Jerry werden mitkommen. Wir gehen ins Asyl. Wie habt ihr Jerry dazu bekommen, dass er mit nach draußen geht? Diese kleine Schmeißfliege. Oh ja, du kannst überzeugend sein. Du bist ungestüm, aber du kannst überzeugen. Das ist richtig. Also. Manchmal denkst du nicht genug nach. Vielleicht hast du deswegen das Kind gezeugt, dass es dich zum Nachdenken bringt. Danny, ich glaube, du solltest sie zum Nachdenken bringen.
Bitte wen? Sie. Warte, war das ein Versprecher oder was? Ja, ihn. Ihn. Okay, weil sonst hätte ich jetzt Angst bekommen. Ja, ich auch. Ich deute so mit dem Daumen auf, John. Ihn. Ja. Ihn, ja, genau, ihn. Ja, das meinte ich. Ja, toll, über was soll er nachdenken? Darüber, wie unklug es ist, einen Schlüssel zur Freiheit herunterzuschlucken und zu glauben, das wäre eine Möglichkeit, ihn zu schützen. Zum Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel, die Idee ist wirklich nicht so gut. Entweder überzeugst du mich davon, ihn herauszuwürgen, oder du tötest mich. Also. Er grinst. Ich weiß, was ich tue. Und du weißt es auch. Also. Dana Coconut. Wo ist sie überhaupt? Sie ist hier. Ihr Blut sollte wahrscheinlich immer noch durch unsere Adern fließen. Hat es das nicht schon immer getan? Und deswegen will ich reden. Gut, reden wir. Du weißt, wer damit ist. Du weißt doch, wer sie ist. Ja, sicher. Dann erzähl uns, wer sie ist. Sie ist ihr. Aber das wisst ihr ja schon. Schon immer, oder? Na. Das sind ein paar schwierige Fragen, die du da stellst. Schon und immer. Lässt sich nicht so einfach beantworten, wie du denkst. Der eine würde sagen, sie war schon und immer. Der eine andere würde sagen, vielleicht nicht. Es kommt immer drauf an, aus welcher Richtung man die ganze Sache betrachtet. Ist da Coconut die gleiche wie der Rest? Nochmal, passt Roboter gerade. Ist da Coconut die gleiche wie Dara Jenkins? Vermutlich. Aber sie wurde vor einem Jahr eingewiesen. Richtig. Aber. Nein, die Frage ist zu bescheuert. Danny, keine Frage ist zu bescheuert. Nicht in diesem Kreis. Sagst also, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn das nicht der Fall ist, könnte die... Frag ruhig. Also ist Dana Jenkins das, was sie suchen, oder nicht? Auch das ist wieder eine gute Frage und auch diese ist nicht so einfach zu beantworten. Der eine würde sagen, ja, sie ist es, aber das wäre vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht. Auch hier kommt es wieder ganz auf den Standpunkt aus, von dem man sieht oder fragt. Die Frage ist dann nur, welchen Standpunkt vertreten wir? Ja, aber das kann ich ja nicht wissen. Ich kann nur meinen Standpunkt sehen. Der ist... Wenn ich jetzt das Wort neutral höre, dann... Nein, ich bin nicht neutral. Ich vertrete meine Meinung und die ist ganz und gar nicht neutral. Ich will nur meine Ruhe und meinen River zurück. Und ich will die Kokosnuss finden. Denn mit dem Klauen der Kokosnuss hat alles angefangen. Und hier seht ihr das Problem, was ich habe, nicht wahr?
Ich weiß, wer oder was die Kokosnuss ist, aber ich weiß nicht, wo oder wie man sie finden kann. Der Dieb ist äußerst geschickt gewesen. Könnte die Dollar Drinkens gewesen sein? Vielleicht war Dala ja vorher Dala Coconut. Sie hat sich neu entworfen. Vielleicht war das was. Vielleicht fehlt ein Stück. Habt ihr schon mal überlegt, wem das Asylum gehört? Ja. Also, Dala Jenkins. Dem Sabbat. Ja. Ist es in der Sabbat? Jetzt gehört es dem Sabbat, ja. Vermutlich. Es war früher der Jagdgrund von dieser Frau Jenkins. Wir sind diese Frau. In der Tat. Sehr beunruhigend übrigens. Da ist das Paradox, weil männliche Persönlichkeiten nicht den Körper mit einer Frau teilen. Danny, du solltest das nicht so sehen mit dem Teilen. Ihr seid ja immer noch da. Ich kann euch ja genau sehen. Wenn auch etwas verschwommen. Na gut, das ist natürlich auch langweilig. Es liegt alles an der Kokosnuss. Ich sag's euch. Wenn die wieder da ist, dann werden wir klarer sehen. Wenn sie wieder dort ist, wo sie hingehört. Und wenn die Affenbande endlich den Gar ausgemacht ist und hier wieder Ruhe einkehrt. Das heißt also, wenn der Sabbat rausgeschmissen wird. Aber nochmal zurück zu der Theorie, dass Dala Jenkins vorher Dala Coconut war und sich neu entworfen hat. Das heißt, irgendein wichtiger Bestandteil von ihr muss ja fehlen, wenn das der Auslöser sein sollte. Weiß nur welcher. Was denn, wenn ich dich gar nicht erschaffen habe? Was, wenn in diesem Körper mehrere Seelen stecken? Was, wenn Seelen gespalten werden können? Das heißt, du meinst, ich wäre durch eine Seelenspaltung entstanden, oder wie? Nein. Du bist nicht entstanden, du bist ganz normal gewesen und vergangen wie alle anderen auch. Frage ist doch, wie bist du zu dem geworden, der du jetzt bist? Also. Was? Du hast Erinnerungen an dein früheres Ich und du hast Erinnerungen an das, was gestern und vorgestern war und du hast Pläne und Ziele für die Zukunft. Mach dich das nicht zu einer vollständigen Person, Mr. Larkin. Natürlich. Siehst du. Ihr dürft nicht in so kleinen Denkmustern wie die Menschen, die ihr mal wart, oder diese blöden Affen, die da draußen vor der Tür sitzen und sich unglaublich mächtig vorkommen, weil sie zwei spitze Zähne haben. Also ihr dürft nicht so klein denken, ihr müsst größer denken. Weiter. Größer und weiter. Aber dann hält man euch ja für verrückt, nicht wahr? Das ist nur los, würde ich sagen. Wenn wir bereit sind, durch die Tür zu treten, Logan, kannst du uns helfen? Womit? Richtung Horizont zu gehen. Wow. Seit ich diese Geister sehe, habe ich nichts Besseres zu tun, als den Horizont zu suchen, meinst du? Apropos Geister, wollten wir nicht noch mit denen reden? Unterbrechung, aber irgendwie waren wir gerade so. Ja, wir wollten die Geister das nächste Mal, wenn wir sie sehen, nicht weglaufen. Nur sondern mit ihnen reden. Es zählt so alles. Ich habe da so gewisse Pläne im Hinterkopf, wo das alles mit einspielt.
Ich war die ganze Zeit nur mal lieben, ob ich mir jetzt was zu essen werde. Wenn wir aus uns selbst herausgehen, dann sollten wir in der Lage sein, mehr zu sehen, oder? Ja. Dass dann sind wir auch in der Lage, in uns hineinzusehen. Aus uns selbst rausgehen. Das ist leider unmöglich, ohne den Löffel abzugeben. Ach, verdammt. Ja, theoretisch haben wir den ja alle schon mal abgegeben. Fluch der Giovanni sitzen, würde der wahrscheinlich anderes sagen. Diese kleinen italienischen Stinker denken auch nicht weit genug, wenn sie tun, was sie tun. Hat schon meinen Grund, warum ich nicht mehr in Europa leben möchte. Ist ja nicht so, als gäbst du nur in Europa. Also, was schlägst du denn vor, was wir tun wollen? Wir suchen die Kokosnuss und bringen sie wieder dahin, wo sie hingehört. Wir brauchen Anhaltspunkte dazu, wo die Kokosnuss ist. Und wenn die Kokosnuss da ist, dann ist entweder alles irgendeine seltsame Show und läuft irgendwo doch gesund und munter herum und spielt ein Spielchen mit uns. Oder sie ist Teil von uns und wir können es einfach nicht vorholen. Dala hat meines Wissens nach mit der Affenbande kooperiert und hat sie ihnen geholfen, die Kokosnuss zu stehlen. Obwohl sie, glaube ich, nicht davon wusste, was passieren würde, wenn sie das tut. Und sie hat schon immer ein bisschen wenig gedacht für ihren Stand. Das heißt also, wenn Dala quasi Kokosnuss sein sollte, hat sie sozusagen einen Teil von sich entfernen lassen. Verstehe ich das so richtig? Vielleicht nicht wissentlich und nicht, weil sie es wollte. Unbewusst, ja, das kann ja auch sein, aber wenn sie es mal... Stimmt. Irgendwas in dieser Klinik nutzt der Sabbat dazu, um Dinge zu vereinen und zu separieren, die nicht vereint oder separiert gehören. Meine Vermutung ist, dass diese ganzen Geister, die herumspuken und die neue Körper suchen und uns alle in den Wahnsinn und in den Tod treiben, dass die einfach nur ein Nebenprodukt von dem sind, was dort passiert. Und ich will rausbekommen, was dort passiert. Beim letzten Mal hat man mich abgehalten und mich hier eingesperrt. Ich weiß nicht, schließlich wie das Gute sich das Ganze auflöst. Arme verlorene Seelen. Das würde erklären, warum sie uns folgen, aber warum nicht jedem und warum nur Vampire? Vielleicht, weil sie die Jungen als Macht empfinden. Nein, Vampire sind generell mächtiger als normale Menschen. Vielleicht, weil sie durch Vampire hervorgerufen wurden, mit einem Anhaben sich an sie zu binden. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr den Geistern überhaupt bewusst ist, was sie tun. Sie greifen einfach nur nach einem Strohhalm, denke ich. Ich glaube, ein Toter kommt da gerade recht, oder? Wahrscheinlich. Wenn ihr selbst tot wärt und ihr seht den anderen Toten, der unter den Lebenden wandelt und sich ganz normal beherrscht und... Würdet ihr nicht selber fragen wollen, wie ihr das schafft? Eigentlich schon. Vermutlich wollen die Geister sogar nur das. Sie wissen, wie wir das machen. Dann müsste man jetzt eigentlich die asiatische Vampirversion vorsetzen. Das wäre perfekt für solche Geister. Ja, eigener Körper und so. Ja, genau. Ja, nee.
Egal wie verrottet die Scheißdinger. Das ist alles nur eine Vermutung. Ich weiß nicht, was dort passiert ist und warum es diese Dinger gibt und warum sie in meinem Kopf rumspuken und mir Dinge einflüstern, die ich gar nicht wissen will. Ich will, dass sie aufhören. Und ich will, dass es wieder so ist wie vorher. Ruhig und beschaulich. Aber dafür brauchen wir die Kokosnuss. Was? Zu finden und an Ort und Stelle zu setzen. Genau. Wir sollten die Seelen also ignorieren. Und einfach nur nach dem suchen. Wenn man sie ignoriert, werden sie nur noch schlimmer, das habe ich ja gesagt. Aber wenn man sich ihnen hingibt, dann passiert das, was mit so vielen der unserer Clansgenossen hier passiert ist. Was, wenn sie versuchen, sie auf unsere Seite zu bringen? Genau das. Dafür müsste man erstmal mit ihnen kommunizieren können, ohne gleichzeitig so abzudrehen und sich dem Licht oder sonst irgendwas auszuliefern. Schaffen wir es ja gemeinsam oder so. John, ich weiß ja, dass du keine Begabung hast, so wie ich, mit den anderen dich zu verbinden und zu sehen. Aber wo wir schon mal hier eingeschlossen sind und unter uns reden, das ist der Schlüssel zu allem. Und auch die Erklärung, warum es nur Vampire betrifft, zunächst. Warum zuerst mal Kaviane? Weil wir alle, ob wir es wollen oder nicht, daran teilhaben. Aber keine Sorge, ich bin auch schon auf den Trichter gekommen, dass das richtig ist. Kluges Köpfchen. Trotzdem habe ich gerne Fakten. Und mich interessiert, warum ihr kleinen Geister es geschafft habt, so lange direkt vor Ort zu bleiben und nicht betroffen zu sein. Oh, wir waren. Natürlich eine Unempfänglichkeit für Übernatürliches. Ich weiß nicht, ob Dana sie sieht. Aber ich sehe sie. Ich nicht. Und irgendetwas. Ich weiß nicht, ob es so eine Art Traum oder Vision war oder ob dort wirklich irgendein Wesen lebt. Aber ja. Was hat denn hier entführt? Irgendetwas entführt? Hat denn hier entführt. Ja. Wohin entführt? Meinte mir, in irgendeine Zelle. Es war alles wie verrottet, wie alt geworden. Immer mehr, desto näher ich kam. Und warum sollte jemand Danny entführen? Das frage ich mich auch gerade. Das dachten wir. Und vor allem, warum erzählt es mir, dass ich Danny nicht mehr brauche? Das frage ich. Brauchst du ihn denn? Nicht zur Sache. Er ist hier und er hat es verdient. Meiner Meinung nach brauchst du ihn, um nachzudenken. Aber das habe ich ja schon gesagt. Aber vielleicht hat dieses Ding, was immer es ist, oder wenn es überhaupt ist, auch etwas mit der Sache zu tun. Es führt kein Weg daran vorbei. Wir müssen da gucken, was dort ist. Vielleicht und wenn ihr recht habt und ihr die Kokosnuss selber getrunken habt und ihr Teile der Kokosnuss mit euch herumtragt und wenn Darla Jenkins Darla Coconut ist und ihr Carla Jenkins seid auf irgendeine Art und Weise, dann seid ihr der Schlüssel, der fehlt und ihr müsst auch zurück. Um das Dreck zu stoppen. Genau. Das ist ja ganz schön heiße Theorie. Danny, du musst dir abgewöhnen, in Theorien zu denken.
Wenn es einfach alles einfach wäre, dann würde nichts von all dem hier passiert sein. Hast du dich niemals gewundert, wenn du nach draußen gehst und die schönen Sterne in der Nacht siehst und überlegst, wie sauber die Luft doch riechen würde, wenn du jetzt noch einatmen müsstest? Hast du dich niemals gefragt, wie ein verrückter Geist es schaffen konnte, all das gleichzeitig zu erschaffen? Oder es so hinzubiegen, dass es uns gibt und dass noch niemand uns bemerkt hat? Es ist nicht einfach. Wenn es einfach wäre, gäbe es uns nicht. Deswegen müssen wir weiterdenken. Deswegen sind wir die Einzigen, die alle gleichzeitig sind. Auch wenn es wenige von uns nur zugeben. Es klingt, als würdest du all das glauben, was er vermeidet. Alles hat seine Wahrheiten und alles hat seine Lügen. Und leider sind wir viel zu alt, um zu unterscheiden zu können, was Wahrheit und was Lüge ist. Es ist alles ein Haufen riesengroßer Zufall, oder nicht? Ja, da, so kann man es auch sehen. Es lebt keiner mehr, der weiß, wer oder was wir sind. Vielleicht ist das auch gut so. Vielleicht dürfen wir das auch gar nicht wissen. Vielleicht liegt auch ein bisschen von dem Wissen in uns allen verborgen. Habt ihr euch mal gefragt, warum die Leute so Angst haben vor uns? Weil wir die Wahrheit sehen, weil wir sie erkennen und weil wir sie aussprechen. Und warum halten uns die Leute für verrückt? Weil sie die Wahrheit nicht wahrhaben wollen. Sind wir quasi, also sind wir die Einzigen, die was genau den Durchblick haben. Genau, Danny. Du bist noch jung, aber du wirst es auch bald erfahren können. Wir sagen nicht umsonst, dass man den Spiegel zerbrechen muss. Spiegel sind die Konventionen. Der Rahmen, in dem wir uns bewegen, und wir müssen hindurch. Auch wenn ich davon nicht immer ein Fan bin. Das heißt, der Spiegel verbirgt die Wahrheit hinter sich. Um die zu erkennen, muss man ihn zerbrechen. In der Tat. Die Erfahrung haben wir auch schon. Und was ist, wenn man den Spiegel wieder zusammensetzen würde und das ganze Bild sieht? Dann wüsste man. Eine Frage eigentlich, man würde die Wahrheit kennen und keine Ahnung, echt sein. Man würde die Wahrheit kennen. Ja? Indem wir. Vielleicht. Indem wir uns einen ganzen Spiegel ansehen, sehen wir doch nicht die Wahrheit. Genau. Die Wahrheit sieht von hinter dem Spiegel hinausschauen. Also. In der Tat. Darum geht es doch. Darum geht es doch, wenn wir uns dem Stück Wahnsinn ergeben, oder nicht? Mhm. Wenn wir hineinschauen in diese andere Welt. Also Wahnsinn gleich Wahrheit, oder was? Es gibt nicht so etwas wie Wahnsinn. Das ist einfach ein kleiner Gedanke, den die anderen haben, weil sie nicht die Einsichten genießen, die wir haben. Freiheit. Freiheit für den Geist, für das Wort, für uns. Und wenn ich dazufügen darf, Ruhe.
Ruhe ist wichtig, je älter man wird. Ja, fast so. Noch normal altern. Du denkst noch sehr in den sterblichen Überresten deines Kopfes. Vielleicht hilft gerade das. Vielleicht ist das das kleine Stückchen Spiegel, was uns allen noch fehlt, damit wir das Ganze sehen können. Netzer als Menschlichkeit oder was? Ein bisschen Pragmatismus schadet ja nicht, nicht wahr? Wovor ich wirklich Angst habe, ist, dass wir die anderen brauchen, Danny. Dass wir Dörler brauchen, wer dann noch so ist. Irgendwie will ich gar nicht wissen, wer da auch alles rumspruch. Dann erreicht mir schon. Dala war schon immer ein Einzelgänger. Umso Merkbar. bedrohlicher ist es, dass es euch nun gibt. Sie. Ah, für alle. Ich habe damals schon in der Ratsversammlung gesagt, dass es ein Fehler ist, John einzustellen als so hohen Posten. Erinnerst du dich, John, wie ich dagegen war, dass du diesen Posten bekleidest? Erinnere ich mich? Ja. Ich erinnere mich da doch auch an Konkurrenz mit Dala. Was wäre besser gewesen, wenn Dala den Job bekommen hätte? Was wäre der Vielleicht wäre das Unterschied alles gewesen? aufgeflogen. Ich weiß nicht. Vielleicht hättest du tatsächlich intervenieren können. Kurze Irgendwie, ich wusste. Frage, für, damit ich es besser verstehe. Waren John und Dala schon immer eine Person oder zumindest so verbunden? Das kann ich dir nicht genau sagen, Danny, weil ich sehe euch ja jetzt auch noch als verschiedene Personen. Ich Naja, weiß ich nicht, meine. wie die anderen sie beiden gesehen haben. Für mich waren sie beides jeweils Individuen, starke Individuen. Ich kann dir so viel sagen. Ich wüsste nicht, dass Dala und ich uns so viel teilen. Eigentlich auch eigentlich in dem Sinne halt, dass die anderen uns so wahrnehmen oder euch so wahrgenommen haben, wie sie uns wahrnehmen, John. Also als eine Person. Dieser Gangrel hat doch gesagt, Dala wäre vor einiger Zeit aufgetaucht. Hat er Stimmt, aber ich. das? Ja, schon, aber es ist doch schon öfters passiert, dass wir wach geworden sind und irgendetwas passiert ist, was nur wie gewesen sein könnte, ohne dass wir davon wissen. Ich meine, wenn sie ein Teil von uns ist, wird sie doch auch die Kontrolle übernehmen können. So sehr, wenn mir das missfällt. Hatte er nicht gesagt, dass sie in seinen Jagdgründen losgehen wollte? Ja, Sie und haben. er hat ein bisschen viel mehr noch als er, was uns beide ein bisschen angehört hat. Unabhängig von dieser Rumflirterei, mit dem sie endlich sich gefügig machen zu können. Es war doch. Moment, haha, ich habe ein perfektes Gedächtnis. John weiß genau, was für ein Zeitrahmen der gesagt hat. Wann ist er aufgetaucht? Also einen genauen Zeitpunkt hat er euch gar nicht genannt. Ich weiß nicht mehr, ob es ein paar Monate oder ein halbes Jahr waren oder sowas, was er gesagt hat, was Paar erwähnt hat. Monate. Ich glaube, es war zu Paar früh. Monate war es ja. Oh Gott.
Es deckte sich auch ungefähr mit dem, seitdem John sie auch kennt. John sitzt übrigens auch gerade so, was seinen Kopf angeht. Es ist nicht immer ganz einfach, wir zu sein, oder? Nee, ist es nicht. Scheiße, Du wirst dich dran gewöhnen. ich hoffe's. Ich hasse es, verwirrt zu werden. Ich meine, in einer Hinsicht kapiere ich's, dann kapiere ich's wieder nicht und. So ist die Welt. Gewöhn dich dran. Werde ich wohl tun müssen. Also. Ihr habt erzählt, dass ihr dieses Mädchen, wie hieß sie noch? Melissa? Ja, Ja. Melissa. Dass ihr sie zum Vampir gemacht habt. Ja. Die wären sonst unter den Fingern weggestorben. Sie wollte uns helfen zu flüchten, nachdem sie gemerkt hat, dass irgendetwas im Asylum los ist. Wie hat ihr Blut geschmeckt, als ihr sie zum Vampir gemacht habt? Seid ihr sicher, dass ihr sie zum Vampir Ich hab gemacht dich. habt? Wir hatten extra gecheckt, wie es schmeckt, ne? Ja, und Ich hatte du extra weißt noch, nachgefragt. dass sie ganz normal geschmeckt hat wie Ja, ein nee, Mensch. war ganz normal. Es war nicht auffällig, nichts. Ich habe extra probiert, bevor Danny etwas getan hat. Dann kann Melissa nicht Darla sein, weil Darla ist in der Tat ein Vampir. Wir sehen Dana und Dana ist ein Teil von uns und naja, vielleicht sind es ja zwei verschiedene Danas. Das ist immer eine Möglichkeit, ja. Wusstest Es du führt etwas nichts. von Danas Ja? Haustier? Dem Haustier? Nosferatu? Also, entweder meine Internetverbindung ist schlecht oder ihr seid beide am Kopf. Also bei uns geht's gerade. Also, weiß nicht. Was hast du denn nicht mitgekriegt? Die Frage gerade? Nee, ich habe das schon. Nee, ich habe alles mitgekriegt, aber es ist mir gerade nur aufgefallen, dass ihr alle beide bei mir Roboter tappt ohne Ende. Gerade so die letzten, also die letzten kurzen Momente. Also Unsere ich hier höre, anzugehen, oder? ja. Schau ich mal kurz, aber mein Internet ist hier eigentlich ziemlich relativ gut. Ich habe mich von dem Nosferatu-Clan immer, soweit es geht, zurückgehalten. Wie sah denn dieses Haustier aus und wie hieß er? Oder sie? Wir haben keinen Namen, nur ein Das verwundert nicht von bei dem Kopf bis Clan. Fuß gebrandmarkter Und zieht so eine Augenbraue hoch. Ich kann ihm auch beschreiben, ich bin in der Dusche gesehen. Du hast ihn ja komplett gesehen. Du kannst ihn sehr Ja. gut beschreiben. Dein Stimmt, Gedächtnis. ich wüsste sogar, ob er einen Penis hat oder nicht. Also weiß ich tatsächlich eventuell das Geschlecht. Eventuell. Ich glaube, es war ein Kerl. Nein, der ist mir nicht bekannt. Vielleicht war ich hilfreich, wenn er rauskommen muss.
eigentlich hat er nur, nachdem wir halb draußen waren, die komplette Etage zerlegt. Naja, und er hat uns noch mit dem, was war es, ein Krankenwagen? Nee, es war kein. War es ein Krankenwagen, mit dem wir aufkaufen? Ja. Ja, der hat uns noch mit dem Krankenwagen rausgefahren, bis uns an Bord. Wo ist der jetzt? Vielleicht können wir ihn befragen. Das Problem ist, uns wurde den Reifen zerschossen und der Krankenwagen, er wurde an den Baum gesetzt und ihn hat direkt auf das geschossen. Es wäre vielleicht auch alles etwas anders gelaufen, wenn dort keine Schießerei losgebrochen wäre. Ich war so ganz unschuldig. Also der Plan bleibt, wir gehen in den Abendstunden des morgigen Tags in dieses Asylum hinein. Zu fünft, ja. Ja, von mir aus auch mit diesen beiden Kröten. Ich weiß zwar immer noch nicht, was ihr mit ihnen wollt, aber gut. Beide sind auf ihre Art nützlich. Und es ist besser, als wenn sie hier anfangen, ihre eigenen Brötchen zu backen. Wenn sie nämlich hier keine Scheiße bauen. Dann gehen wir da rein, schauen los, was dort los ist, was der Sabbat dort angestellt hat. Und wenn ihr die Kokosnuss wirklich bei euch tragt, dann... werden wir ins Eck gestopft. Bringen wir sie zurück. Vielleicht müssen wir auch nur einen Schlüssel finden. Er guckt so auf deinen Bauch. Gefunden. Ich lass dich hier schon raus. Ich denke, du kannst nachvollziehen, dass ich vorsichtig bin, oder? Also, wir sind ein bisschen, aber nicht viel klüger als vorher. Und wir suchen etwas. Und du schaffst es auch nicht, mit den Geistern zu reden. Oh, ich habe mit ihnen versucht zu reden. Ich verstehe sie nur nicht vernünftig. Es ist, als würden sie eine Sprache sprechen, die ich nicht verstehen kann. Und es tut weh, wenn man mit ihnen redet. Dann sollten wir uns halbwegs von ihnen fernhalten. Ja. Oder wir benutzen Dick oder Cherry, um sie aufzuhalten. Das Problem ist, dass sie in meinem Kopf sind, auch jetzt noch. Und dass sie laut reden. Ich weiß nicht, wie lange ich sie aussperren kann. Also man könnte sie austreiben, irgendwie verscheuchen. Keine Ahnung, Danny. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ihr beide und Dala und wer auch immer da noch steckt, hier die einzigen unseres Clans sein, die immun zu sein scheinen gegen dieses Flüstern. Was meine Theorie bestätigt, dass ihr irgendwas mit der Kokosnuss zu tun haben müsst. Irgendwas ist besonders und das müssen wir nutzen. Man sieht sie zwar, aber ich glaube, du hörst sie nicht, oder? Ich kann sie nicht hören. Aber es tut doch weh, wenn sie einen anfassen, nicht wahr? So weit ist es noch nicht gekommen. Ich habe dich gerade akustisch nicht verstanden. Aber ich hatte gesagt, aber es tut auch weh, wenn sie einen anfassen. Nun, Logan, dann haben sie bei mir wohl den Smalltalk über
abgesprungen und sind direkt ans Ende des Abends gelangt. Ist ja nicht so, als ob du diese Vorgehensweise noch nie angewendet hättest. Ja, an ihre Opfer an. Also an die sie sich binden wollen, halten sich wie sie. Also wie John in diesem Fall vielleicht. Sie müssen sich nirgendwo anschleichen oder anbiedern, sie sind einfach da. Aber sie haben Angst vor Licht. Stimmt. Ja. Genau, wie ein Punkt mehr, der dafür spricht, dass sie durch Vampire entstehen. Wie ist halt die Frage. Irgendein einer von dieser dämlichen Affenbande hat da im Asylum irgendetwas getan und ich will wissen, was. Und wenn ich rausgefunden habe, was, dann mache ich es kaputt oder rückgängig. Und hoffe, dass es dadurch aufhört. Diese Geister müssen ihren Ursprung auch nicht. Ja, vielleicht haben wir einfach nur denselben. Irgendeinen gemeinsamen Hintergrund. Vielleicht. Sorry. Sich von Dick eigentlich. Er hat ja eine kleine Waffenkammer. Also ich ja. Ich würde den Schlüssel auskosten gehen. Also ich würde meine Schlüssel hochlegen. Dann können wir das ja ein bisschen abkürzen. Ihr verbringt mehr oder weniger den Tag dann mit eurem Primogen zusammen abgeschlossen in diesem Raum? Oder was habtet ihr vor? Ich würde ihn so. Also mehr, also ich jetzt zumindest nicht. Ich würde ihn rauslassen, wenn er es unbedingt will und dafür sorgen, dass er sich auch Waffen rüsten kann für den nächsten Tag, aber eigentlich ja. Also wenn gut, er nicht provoziert, passieren. Willst du mit ihm rauslassen, musst du entscheiden. Ich halt, oder Danny hält sich da raus. Und Danny hat da genauso viel zu reden wie John. Ja. Nur Dick hat nichts zu melden. Und Sherry. Am allerwenigsten. Stimmt. Okay, ich rede mit, wenn wir ihn rauslassen. Okay, dann lass du ihn raus und auf dem Absatz der Tür dreht er sich dann nochmal zu euch um, guckt euch beide an, legt dann so nochmal den Finger so auf den Mund, meint so, am besten behalten wir dieses Geheimnis für uns. Und dann verschwindet er vor eurem Auge. Ich will gucken, ob ich ihn sehen kann, wenn ich nach also, ja doch, ich werde ein bisschen auf ihn aufpassen. Ich werde gucken, dass ich in deiner WOD, dass du es durchgehend angeschaltet lässt, die Seelensicht. Das müsste die Augensicht. Kannst du gerne machen. Wie, okay. Du hattest Auspex, was hattest du? Wie hoch hattest du dies? Auspex habe ich auf 3 nur. Ja. Ich wollte nicht gleich die Gedankenleserschiene gehen, weil das hätte das Ganze ein bisschen teilweise sehr leicht, teilweise sehr, sehr verwirrend gemacht. Oh Gott, hätte ich das bei Logan versucht. Dann wirst du ihn nicht blicken können, auch mit diesem Ding nicht. Instant. Wenn er sich einmal unsichtbar macht, werde ich ihn nicht sehen können. Keine Aura. Du siehst noch kurz eine Aura, dann verblasst sie immer weiter. Und irgendwann ist auch die weg. Wie badass ist denn das? Auf jeden Fall. Der ist einfach alt. Auch ein verdunkelt. Sehr alt. Entweder machen das jetzt gerade Werte wie blöd oder Alternative bis zu Kiezbade oder einfach nur Stufe 6, 7, 8, keine Ahnung. Das Problem ist, wenn die Verdunklungsgrade höher sind als der Auspexgrad, hast du da nicht viel zu melden. Und wenn es extrem viel höher ist, dann hast du erst recht nichts zu melden. In Verdunklung als Ausblick ist es überhaupt. Wird mir ein Fluch
entfahren und nochmal ein deutliches Benimmlich. Bitte. Und ein flüchtiges Geehrter. Gut, dann werdet ihr am nächsten Abend wieder erwachen. Ihr streicht euch einen Blutpunkt raus. Verdammt, wo ist mein Radiergummi? Mhm. Natürlich könnt ihr dann auch wieder euch wieder voll trinken. Ihr habt ja auch was zu tun. Merkt allerdings, dass der gute Dick, der auch für die Blutkonservenkammer zuständig ist, ziemlich angepisst ist, weil irgendjemand gestern in den Blutvorrat eingedrungen ist und den ziemlich geplündert hat. Wer war das denn nur? Wer weiß. Er vermutet, dass das Two-Face war. Er hat das schon mal gemacht. Dreckiger Nosferatu. Nun, wir haben Wichtigeres, um uns darum zu kümmern. In der Tat. Und dann nimmst du seine Minigun, die er sich ja geschultert hat. Nimmt das die ist echt. Ach. Natürlich nimmt er die mit. Sagt den Leuten, solange keiner von uns da ist, sollen sie sich von Logans Kellerraum fernhalten. Als ob da jemand freiwillig runtergeht. Stimmt, auf der haben viel zu viel Angst gewesen. Einfach. Ich weiß nicht, warum alle so viel Angst vor Logan haben. Bin ich der Einzige, der nicht mit ihm auskommt? Anscheinend. Anna wird sich um ihn kümmern, denke ich. Und um... wie hieß sie noch? Elizabeth. War das nicht die, die so einen Knall bekommen hat? Elizabeth. Ja, weil sie in den Geist von Logan gesehen hat. Ja, eben. Das ist überhaupt nicht unsere Schuld. Nein, natürlich nicht. Wir hätte wissen müssen, was sie kann oder nicht. Naja, du hauptsächlich. Ich bin ja unschuldig. Sie hat es angeboten. Stimmt, da war sie sehr unschuldig. Sie ist unschuldig. Gut, und Cherry hat sich auch in Schale geschmissen. Der hat so einen dunklen Kampfanzug sich angelegt. Sieht damit ziemlich martialisch aus. Auch so eine Kevlar-Weste um, hat sich so ein Katana auf dem Rücken geschnallt. Der Einzige, der irgendwie stylisch gekleidet ist, jeder hat einfach das Praktischste an und der hat das noch voll im Kampf. Ich versuche den gerade mehr abziehen zu nehmen. Und hat sich eine Bolzenschusspistole an den Gürtel geheftet. Naja. Und dann steht dann... Dick hat noch einen dicken, großen Van organisiert. Einen Geländevan, mit dem wir dann hochfahren können zum Asylum. Der ist auch schnell genug, um mal von der Straße abzubiegen, falls uns die Wölfe in den Weg kommen. Wundervoll. Hoffentlich kannst du auch entsprechend fahren. Ich kann ziemlich gut fahren. Ist nur die Frage, wer hat den höheren Fahrenwert, Dick oder Daddy? Willst du fahren? Nicht nur wert. Fragte. Willst du fahren? Warum nicht? Dann tu dir keinen Zwang an. Dann fahre ich. Ich habe einen hohen Fahrenwert. Der Gedanke am Steuer eines solchen. Du steuerst doch nicht, Danny steuert. Warum kannst du nicht einfach Dick fahren lassen? Ich schaue John so völlig unschuldig an. Das lässt Hände frei, um mir zu halten, falls es nötig ist. Gut. Du bist aber auch fahrt ihr los und auch als ihr durch den Wald hoch zum Asylum fahrt, bemerkt auf jeden Fall Danny wieder diese Schatten zwischen den Bäumen, auch wenn er gerade schnell fährt und sich aufs Fahren konzentriert. Ja. Bemerkt er, wie sie zwischen den Bäumen umherspringen. Die Schatten, die uns schon verfolgt haben, als wir durch den Wald sind? Oder die Art von Schatten? Ich weiß es nicht genau. Es sind halt irgendwelche Schatten, die zwischen den Bäumen lauern. Und,
Irgendwas scheint neben eurem Wagen herzulaufen Das ist die und Frage. immer wieder Na gut, das hin ist die und einmal meinst du sogar, dass hinter euch über dem, als ihr so eine, um eine Ecke biegen müsst und du das Auto ein bisschen verlangsamen musst, dass irgendwie hinter dem Wagen so ein, dieser Schatten aufgetaucht ist und dann aber nur die Straße überquert und auf der anderen Seite wieder im Dickicht verschwindet. Ich weiß nicht, willst du den anderen das mitteilen oder nicht? Die werden es bestimmt bemerken, dass ich halt öfter mal kurz die Lippe an der Seite werfe, wo ich halt gerade die Schatten sehe. Also das fällt auf. Ich glaube echt, das ist nicht, dass ich schon irgendwie einen Blick versuchen werde, ich auch auf die Straße achte. Na, also er John wirkt hat ein momentan bisschen Zeit, hektisch. hier auszuschließen, wenn er fährt, wie immer. Wenn nicht gerade so Halligalli ist wie letztes Mal. Ja, letztes Mal Auto fahren. Da bin ja auch nicht ich gefahren. Das war der einzige Grund, warum das Ding an den Baum gesetzt wurde. Gott, ich euch. Das nicht schlimm, dass ich jetzt. Gut. Und dann kommt ihr irgendwann, aber ohne dass noch großartig was an was passiert, irgendwie auf die Einfahrt des Asylums. Ihr seht aber auch, dass die Straße, die dahin führt, abgesperrt ist. Und als ihr dann auf dieses Stoppschild auch zu euch so, fahr einfach durch, fahr einfach durch. Und ihr durchbrecht diese kleine behelfsmäßige Absperrung mit Leichtigkeit, mit eurem großen Wagen. Und fahrt dann irgendwann auf den Hof des Asylums ein. Und es sieht im Gegensatz zu dem, wie ihr es in Erinnerung habt, sehr, sehr verlassen aus. Fast schon Jetzt heruntergekommen. gehen. Und ihr erinnert euch ja auch, dass irgendwie das Ding geräumt werden sollte angeblich. Und auch so sieht es auch aus. Sieht nicht so aus, als ob irgendjemand noch da wäre. Ein paar Fenster sind sogar zerschmissen. Es sitzen ein paar Vögel oben auf dem Vordach des Haupteingangs. Und Danny macht zielsicher eine Bremsung auf dem Hof. Ihr hört noch so ein bisschen das Gestein, was irgendwie das Geröll unter eurem Wagen. Willst du ein 360 machen sogar? Dann machst du ein 360 von mir aus. Und die hinteren Türen des Vans schlagen auf und Dick und Cherry springen mit einem Satz und gezückten Waffen raus und sichern das Gelände erstmal. Ja, ich würde sagen, ich schiebe die Beine nochmal aus. Aber wer schreibt mir denn jetzt hier Skype, welche? Oh. Sorry. Ups. Ja, dafür war die Drehung da, dass wir mit der Front Richtung Ausgang stehen. Das war schon Ja. So, es sind doch keine anderen Autos oder so da. Ja, ich sorge dafür, dass lange genug die Tür auf ist, dass noch jemand aussteigen könnte, wenn er das wollte. Ich würde sagen, Wagen erstmal hier abschließen. Beziehungsweise Schlüssel auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt die Frage, wenn wir schnell abhauen wollen. Die Frage ist nur, wenn wir schnell, ich rede von Mandy, wenn wir schnell abhauen wollen und erst den Wagen ausschließen, müssen sie es auch ein bisschen doof. Knopf, die haben ja teilweise diese Fernöffnung. Das hat ja fast jedes Auto heute. Noch auf dem Schlüssel. Nee, dann ist das kein Problem, wenn der es hat, dann geht es so. Wenn er es hat. Nö, die haben das, ist kein Thema. Existieren Gut, mehrere und dann Schlüssel dazu? steht ihr. Nee, ihr habt nur einen, also den Danny jetzt hat. Ich habe die Macht. So, und dann ja, steht ihr auf dem Hof. Die Haupttür des Asylums ist mit so einem Policeband irgendwie so quer abgetaped, steht aber noch so halb offen sonst. Man sieht noch so ein paar Kreidezeichnungen auf der Veranda, wo wahrscheinlich Leichen gelegen haben.
Eine davon oder zwei könnten von mir gewesen sein. Also ich schaue Danny an. Wollen wir? Und deute dann Richtung Tür. Meine beiden großkalibrigen Pistolen. Wir wollen. Und so betretet ihr nach langer Zeit mal wieder. Langer Zeit, das waren leider noch. 2 Tage oder so, ne? 3 Tage fast. Das Asylum. Und hier machen wir erstmal eine kleine Pause und dann. Geht ihr rein? Ja, bis gleich. Nee, morgen nie. Ich schon. Ja. Ihr Männer braucht immer so lange alles. Tja, ob das eine Männersache ist, weiß ich nicht. Ja, Männer brauchen viel länger auf dem Klo als Männer. Kommt drauf an, was wir auf dem Klo machen. Pinkeln gehen, Hände waschen. Wichtig, ja. Hände waschen ist wichtig, ja. Kennst du den Witz mit dem Soldaten von der Navy und von der Marines, die sich irgendwie treffen auf dem Klo? Und dann gehen die beide raus und der eine wäscht sich die Hände, der andere nicht. Und dann sagt der von den Marines zu dem von der Navy: Ey, Hände waschen nach dem. Bei uns in der. Bei den Marines haben sie sich beigebracht, sich die Hände zu waschen nach dem Pinkeln. Und dann sagt der andere: Ja, bei uns in der Navy bringt man sich bei sich nicht auf die Hände zu pinkeln. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem Dreck, der überall da draußen ist, würde ich mir als Mann eher die Hände waschen, bevor ich pinkel. Ja, bei Frauen hat das ja nochmal andere Gründe. So. Cupcake-Sandwich. Ich will gar nicht wissen, über was ihr gerade philosophiert habt. Oder pinkeln. Aha, was für. Was hat das? Die Hände waschen, das wisst ihr. Also ich fand es sehr. Kannst du ja den nächsten Mal wieder bei den Speedy Stories kannst du mit dem grünen Ärmer drüber philosophieren, ne? Das ist sein Platz. Das ist ein tolles Format. Leute, wenn ihr das noch nicht kennt, schaut mal bei Hexins Kanal vorbei und guckt euch die Speedy Stories an, das ist göttlich. Ja, ihren Kanal verlinken. Ja, könnte ich machen, ja. Am besten verlinkt gleich noch meinen, da kommt der nächste Mal das Filmchen, wie du es tust. Ja, wenn du mal deine Sachen zu Ende machen würdest hier, ich habe ja so Hörspielteile ganz umsonst eingesprochen und so. Ja, das hier noch nicht da. Tut mir nicht leid, aber ich habe mit dem Laptop so viele Probleme, dass das halt, glaube, deswegen verzögert. Ich freue mich auch immer auf die Brick-Filme. Ja. Der ist auch so gut fertig, das ist das Problem, aber wie gesagt, der Laptop hat. Ich nur mal wieder machen. Ja. Okay, also, ihr betretet das Asylum, flankiert von Dick und von Cherry mit ihren gezogenen Waffen. Ja, Mann, und wir haben es irgendwie gemanagt, 3 Pistolen in der Hand zu halten gerade. Echt übel. Das haben wir, Die Pussy knipsen musst du am kleinen Finger oder so. Nein. Erinnerst du dich an den Typen im Titty Twister? From Dusk Till Dawn? So eine will ich. Ach nö. So eine will ich haben. Ja, ihr steht im Frontbereich des Asylums. Erkennt es wieder.
Und es ist still. Zu still. Ich möchte komplett hier drin Auspex anschalten. Ja. Ich würde auch gerne Auspex anschalten, wenn ich schicke. Ein Teil von dir hat es, ja. Ja, ein Teil von mir hat es, aber ich sehe nicht, was dieser Teil sieht. Das ist das Dumme dran. Dafür ist John ja da. Ja, oder? Danke. Dann ja, schaue ich nochmal Danny an. Ich schau zurück. Treppenhaus? Bin du eins. Du bist der Auftragskiller von uns. Ich nehme die Stimme in Empfang und presse sie aus. Hast du das akustisch nicht verstanden? Ich nehme die Gäste nur in Empfang und presse sie aus. Für gewöhnlich. Da war doch was! Und er hat jetzt Nick hat so ein dickes Loch in die linke Wand geschossen. Da doch nichts. Aber sonst. Die dicke Minigun raucht noch so ein bisschen nach. Und ihr seht, dass er so ein bisschen nervös ist und auch am Zittern. Ich gebe dir keine Ohrfeige. Was soll das? Da war was! Ganz ehrlich! Da musst du nichts sofort. Ich deute mit dem Mund, also ich deute es nur an, also spreche es nicht aus, so ein Maul halten. Nur mit den Mundbewegungen. Und auf den Abzugsfinger achten. Ich würde mal so langsam vorarbeiten. Ich frage sowieso, ob wir nach oben oder nach unten wollen. Eigentlich ist hier nach unten. Weil unten hat man die Kacke am Dampf. Ich glaube, wir wollen 10 Stockwerke nach unten. Ja, weil der Fahrstuhl funktioniert eh nicht, da will ich nicht nochmal durch. Dann Treppenhaus. Natürlich. Ich werde übrigens dabei die ganze Zeit lauschen, ob ich irgendwas höre, vernehme, sonst was. Mhm. Für eine Aufmerksamkeit. Genau, was wären das immer? Perception und Alertness. Die werde ich jetzt relativ häufig machen. So. Ist egal, ich habe 3 Erfolge. Einer wird nominiert. Dann machst ganz langsam die Tür zum Treppenhaus auf. Und hörst und lauscht hinunter. Hörst ein bisschen den Wind durchs Gebäude pfeifen. Und dann hörst du eine Spieluhr. Wo genau? Von weiter unten oder direkt? Von ganz weit unten. Sau leise. Aber sonst so Stimmen, Schritte, Person höre ich nicht. Keine Stimmen und keine Schritte, nur dieses Spieluhrengeräusch. Warum sind Spiele automatisch immer so creepy? Die sind im Horrorgenre so negativ behaftet. Weiß. Ja, wie gesagt, ich murmel das nur so vor mich hin und gehe dann langsam, leise weiter runter. John sieht mit seiner Augensicht übrigens ganz unten im Keller, wo das Treppenhaus unendlich weit nach unten zu führen scheint, in so Runden. Man kann also einmal übers Geländer ganz nach unten sehen, es ist ein ganz tiefer Abgrund. Und es scheint unendlich weit nach unten zu gehen. Und unten siehst du ein Licht glimmen. Nein! Nein! Das ist darunter und bei den anderen Ebenen langsam und leicht und vorsichtig zu folgen. Ja, keiner. Langsam und vorsichtig setzt ihr einen Schritt vor den anderen. Ja. Wer geht vor? Ich denke, ich mit meinen beiden Danny geht vor.
Hinter euch folgt erst Dick und ganz hinten Cherry, der sich immer öfter mal umguckt. Ich flüstere Danny noch zu. Ganz unten. Da warten sie. Und so steigt ihr Geschoss für Geschoss nach unten. Ich möchte nochmal so, also wie es geht, schon nochmal so flüstern. Das war zu leise. Und wenn wir ganz unten ankommen, fragt Danny, sehr leise. Müssen wir hoffentlich nicht. Lass uns unsere alte Station besuchen. Müssen wir ganz nach unten, meint Dick? Wir überlegen, wir waren nicht ganz unten, ne? Mhm. In den Zellen, und ich würde sagen, da auch erstmal hingehen, in unseren alten Zellen. Oder? Mhm. Dann scheint ihr wirklich, weil ihr euch ja vorsichtig und langsam bewegt, wirklich eine ganze, gefühlte Ewigkeit unterwegs zu sein. Ein Geschoss nach dem anderen, da lasst ihr. Kommt dann irgendwann auf einem Geschoss an, wo er meint, das ist bestimmt unser Geschoss. Ich müsste das wissen. Ja, man weiß das auch noch. Alex hatte sich ja schon mal verschätzt, da hat er mich die falsche Fahrstuhltür aufmachen lassen. Der nein, da habe ich mich nur später erst dran erinnert, dass wir ja nicht direkt unter der Erde waren, sondern weit unter der Erde. Also, ja, was ich fragen. Ja. Aber und auf jeden Fall scheint diese Schacht noch viel weiter nach unten zu gehen. Aber ihr seid euch sicher, hier ist dieses Geschoss, wo ihr irgendwie wart. Und ihr betretet das Stockwerk. Lausche wieder mal, ob ich was höre. Ich möchte auch nochmal. Ah, das ist mir zu schnell. Entschuldigung. Noch kämpfen wir nicht. Weil genau. Ich lausche erstmal. Oh, los, du kannst du drei Erfolge. Ich brauch langsam auch mal. Lauscht und hörst immer noch diese Spieluhr von unten. Die ist so unendlich laut, wenn du jetzt dich konzentrieren willst auf Geräusche. Ja, also die ist, das Geräusch kommt nicht noch von ganz, ganz unten, aber lauter, und es, naja, du versuchst dich halt zu konzentrieren auf andere Geräusche und das ist halt ständig da, dieses Geräusch. Und es stört und lenkt ab und. Kann ich irgendwie versuchen, das auszublenden? Ja, du versuchst es auszublenden, dich zu konzentrieren. Und dann bist du dir sicher, da war ein Schritt oder sowas hinter der nächsten Ecke. Du hast Schritte gehört. Ganz, ganz genau. Ja, und jetzt, ja, noch. Jetzt sind sie wieder weg. Ich würde dann mal zur Ecke huschen, streichen, bedrückte Haltung, die Waffe breit und umspähen, ob ich was sehe. Mhm. Ist nichts da, in ein leerer Raum. Und ihr seht eine Sicherheitstür vor euch. Ich bin mal dran. Und welche Sicherheitstür ist das, die wir gerade vor uns haben? Die muss überhaupt die dran noch, auf die Tafel geht. Die kennt ihr noch nicht. Irgendwie kommt ihr durch das Treppenhaus, da wart ihr bis jetzt nie gewesen. Ihr seid immer nur durch den Fahrstuhl gegangen. Bisher. Wird man mal andeuten, oder ja, er soll mal gucken, er da irgendwie eine Aura oder so, weil ich. Also, ich flüstere ihm das auch so zu, weil ich meinen Fahrstuhl gehört zu haben. Ob einer was sieht. Sie ist keine Aura, aber du siehst Schemen, wie sie über die Wände gleiten. Nein. Kurz auftauchen, wieder in der Wand verschwinden. Ja, wenn die nicht so krass zu sehen sind oder so, werde ich da nichts von sagen, wenn die nicht bedrohlich sind für uns. Aber ich werde gerade Dick beobachten. Nach dem Motto, ja, der scheint ziemlich nervös. Der scheint ziemlich nervös zu sein und zuckt die ganze Zeit immer mal von rechts nach links und dreht sich wieder um zu Cherry und guckt den böse an und dann was wieder zu euch. Und auch so nervös, oder? Cherry ist total ruhig und
Ist er wirklich? Scheint ein bisschen ängstlich zu sein, aber sonst ist er relativ gelassen. Er geht ja auch ganz hinten. Das heißt, alle beide sind doch überhaupt nervös, um was gewonnen. Sherry versucht sich auch möglichst nah an Dick dran zu halten, weil der hat die dicke Wumme. Die hätte ich ja eigentlich ganz gerne, aber. Oh, ja. Raus. Aus Tücken, damit ich die dicke Wumme habe. Ich will mal gerne Dick ansprechen. Ja. Mit der dicken Wumme. Dick mit der dicken Wumme, oh nein. Ja, nein, nein. So spreche ich ihn nicht an. Dick, entspann dich. Oder siehst du schon Geister? Und ich will genau darauf achten, wie er auf den Spruch reagiert. Yes. Ich will wissen, ob er die Viecher sieht einfach. So. Das ist doch mega offensichtlich. Mach mal einen Wurf auf Perception und Empathy. Ich behalte den besten weiteren Gang im Auge und lausche auch selbst nochmal. Ich mach mal wieder hören mit Aufmerksamkeit. Ja wie Schwierigkeit? Ob da was ist? Acht. Shit, nein. Ach nein. Ich hab nur einen. Dann bin ich mir sicher, dass er die Geister sieht. Vermutlich. Ja, wenn du dir sicher sein willst, dass er die Geister sieht, dann bist du dir sicher, dass er die Geister sieht. Ich habe nur einen Erfolg aufs Lauschen. Umsehen habe ich erst nicht genug daran. Da ist nichts. Vielleicht ist da irgendein Knistern, das kommt irgendwie aus der Wand, aber sonst ist es nicht ganz leise. Und die Spieluhr vermute ich. Und die Spieluhr im Hintergrund, ja. Versucht die irgendwas mit Kopf zu finden? Hören wir die inzwischen eigentlich auch, oder nicht? Nein, ja, nur denn. Jetzt muss ich überlegen. Der eine sieht keins, der andere hört das Spieluhr. Ah! Geistesstörung, Spieluhrgeräusch. Hey, deswegen sagt man, dass Töchter der Kakophonie mit Malkavianen verwandt sind. Wahrscheinlich. Heißt sie irgendwie der Kakophonie rum? Danke. Nein, aber die hören Musik. Ja, ich weiß. Ich kenne ich. Keine Tochter der Kakophonie. Nein, sonst wärst du ja auch schon längst tot. Was? Und Cherry dreht sich auf einmal ruckartig um. Da war doch was, da hinten, hinter uns. Ist uns jemand gefolgt? Ich schau da hin. Sehe ich was? Hm. Machen wir nochmal Aufmerksamkeit auf die 6. Eins, zwei, drei, vier Erfolge. Ja, du bist dir sicher, dass die Tür auf jeden Fall, dass ihr die offen gelassen habt. Jetzt ist sie zu. Zum Treppenhaus. Fällt das den anderen auch auf oder muss ich sie darauf hinweisen? Wie gesagt, Cherry, da ist doch was gewesen, die Tür. Ja. Folgt uns jemand. Hey, wer ist da? Ich halte mal eine Hand in die Luft. Der Wind wohl. Durchzug. Der Wind. Wir sind, was weiß ich, wie weit unter der Erde. Hier ist doch kein Wind. Glaub mir, ich sehe ein paar mehr Sachen als du. Ich schaue trotzdem hin, in der Hoffnung, dass ich... Aber ich möchte noch mal lauschen, ob ich irgendwie was höre. Obwohl, ich habe bisher... Oder ich versuche mal, etwas zu erriechen. Insofern... ich ja Dings, wie dieser Dogen. Ich bin mir zwar sicher, dass er da ist, aber trotzdem. Verdammt! Das ist Quatsch. Das ist spielen und ein Feind hinter uns sein lassen. Ich nehme gar nichts wahr vom Geruch her. Nee. Also wie gesagt, vor euch die Sicherheitstür. Die ist zu. Mhm. Wie bekommst du die auf?
Ich guck noch mal so ein paar Mal über die Wände und dann... Was? Wie? Wo? Was? Die Tür. Ja, sicher. Aber nicht auf. Ja, ja. Nicht. Und er geht so und steckt dann so die Minigun so nach hinten auf den Rücken. Dann packt er mit beiden Händen so rechts und links an die Tür. Und mit einem Ruck reißt er die komplette Tür samt Rahmen aus der Wand. Läuft bei ihm. Stärke, Mann. Ja, Stärke ist auf jeden Fall ein Verratung. Das macht ein wahnsinnig riesengroßes Geräusch und so poltern und danach hört man nur ein kleines Bröseln von Steinchen, die noch nachrieseln. Und er schleudert die Tür so hinter euch in den Gang. Ich hätte die Tür als Schlüssel. Okay. Ja, Ich würde gern was machen. Ich möchte gerne Jerry fragen. Kurze Frage: Zwischendurch haben wir eigentlich Blöcke als Waffen? Nee. Ja, außer Jerry, der hat einen Flockomat quasi. Eine Bolzenschusspistole. Ja. Wir hatten ja keine Flockomat. Ich habe danach gefragt. Ne? Obwohl, wenn wir Glück haben, ist in unserer alten Zelle noch ein abgebrochenes Stuhlbein unterm Bett. Ja, abgebrochene Stuhlbeine können wir uns machen. Auf jeden Fall seht ihr jetzt einen Gang vor euch, der kurz nach rechts abbiegt und der eine verspiegelte Wand zur Rechten hat. Und ihr erkennt durch das Glas den Besprechungsraum, wo die Gäste eingelassen wurden. Ja. Der ist wahrscheinlich von der anderen Seite verspiegelt und von hier kann man durchgucken. Und Danny erkennt auf jeden Fall, dass hier ist bestimmt der Gang, wo die Lady seinen besten Kumpel getötet hat. Wenn Danny denn noch da ist. Aber er ist noch da. Ja, hallo. Mal schauen. Bleib ganz ruhig. Also ich tauche zwar in meinem Kopf auf, dieses Mal, was mich nicht sicher macht, aber ich bleib doch ruhig. Ja, und die Tür zu dem Besprechungsraum ist offen. Ich möchte wieder einmal lauschen. Und danach mache ich gleich noch eine Probe, ob ich was sehe. John sieht jetzt an einer Stelle am Boden, kurz hinter der Tür, wie so eine Restaura auf dem Boden liegt. Also so ein Rest von einem Dasein, aber keine richtig, also so als wäre da irgendwann mal was passiert und man könnte noch Reste davon erkennen. Ja. Drei Erfolge. Sehen mache ich jetzt eine Probe, wenn es okay ist. Mhm. Und auf Sehen habe ich 1, 2, 3 Erfolge. Ne, ist nichts da. Außer der Spieluhr hörst du nichts. Ich will immer noch das tun, was ich noch vorhatte. Mhm. Während Danny angucken will, sich will Logan nochmal das auffordern, nochmal genau in beide Gangrichtung, also in beide Treppenrichtungen, nach oben und nach unten, nochmal kurz abzusichern. Und möchte diese kurze Abwägung eigentlich. Cherry halt. Cherry soll zurückgehen und absichern. Nee, nicht zurückgehen, er soll nur nochmal Blick hoch und Blick runter sehr genau nochmal checken, dass da wirklich nichts war. Mhm. Geht aber nur darum, dass ich ihn kurz abgelenkt habe. Ich will nämlich kurz zu Dick und nochmal ihm so, weißt du, die Hand auf die Schulter so von hinten. Ja. Kameradschaftlich und
Eine zuckt kurz zusammen, als die Schulter. Eigentlich nicht anschleichend mäßig. Ja, zuckt trotzdem zusammen. Lass dich nicht von ihnen aus der Fassung bringen. Und wenn sie dich belästigen, dann sag ihnen, dass alles gut wird und wir hier sind, um zu helfen. Alles wird gut und wir sind hier, um euch zu helfen. Alles wird gut und wir sind hier, um euch zu helfen. Alles wird gut und wir sind hier, um euch zu helfen. Danke, das tut mir voll leid. Ja. Und also ich versuche, ist nicht so, als würde ich den Typ mögen, aber der muss jetzt einen kühlen Kopf bewahren, deswegen bin ich nett. Das ist echt übel für ihn, das ist... Also, ich will so momentan so ein bisschen, Moment, warte, Passion hatte Blut gekostet, ne? Nee, gut, auch vielleicht dafür nicht auf, das ist zu riskant. Du merkst auch, dass Cherry irgendwie deutlich unsicherer wird jetzt. Sich auch so öfter mal umguckt jetzt. Was meinst du denn, ob hier hinten was ist? Ich sehe nichts. Gut, dann können wir ja weiter. Ja, rein in diesen Raum da. Und dann seid ihr im Besprechungsraum, seht halt das. Kennt er ja schon. Ist das Schachbrett noch da? Ah, nee, das haben wir gar nicht stehen gelassen. Nee, das ist nicht da. Die Tür, die vom Besprechungsraum in den Gang reinführt, ist von der anderen Seite mit rotem irgendwas beschmiert. Man sieht so einen Handabdruck, der so nach unten rot gezogen oder ist. So rötlich, bräunlich, geronnenes, getrocknetes Blut wahrscheinlich. Ein Handabdruck, der da so nach unten geht, ist ja so richtig klassisch. Ja. Okay. Dann mal weiter. Geht Benny mal wieder vor. Und öffnet die Tür, lässt sich auch ohne Probleme öffnen, merkwürdigerweise. Und ihr kennt den Weg ja zurück. Und die ganzen Türen sind. Die ganzen Türen und Sicherheitsgitter, die ihr sonst kennt, und die ganzen Kameras, die an der Decke befestigt waren, die ihr kennt, sind entweder abgerissen, seht ihr teilweise noch auf dem Boden liegen. Die Gitter sind ausgebeult, zerdehnt. Ihr seht sogar einmal eine Leiche, die aufgespießt ist zwischen den Gittern, als ob da jemand versucht hätte, sich durch die Gitterstäbe zu quetschen und dann hängen geblieben wäre. Und ist auf der anderen Seite halt irgendwie abgefressen oder so. Alter! Gut, das ist unsere Etage, das heißt, das könnte noch bleiben. Und ihr erkennt denjenigen sogar, der das ist. Das ist nämlich euer Zellennachbar, der Alexander. Oh. Beziehungsweise das, was von dir über ist. Ja, und so. Der Kerl hat versucht, sich mit den Gitterstäben zu zwängen. Ja, dieser massive Berg von Mann hat versucht, sich durch die Gitterstäbe zu drehen. Ich weiß nur, was ihn da so zurichtet hat. Entweder der Lord-Helmich oder irgendwas anderes. Oder was anderes. Nein, oder was anderes. Alter, ist das mies. Das hat schon Schlimmeres angetan. Ja. Alles wird gut und wir sind nur hier, um euch zu helfen. Nur hier, um euch zu helfen. Das ist ein Ding, ne? Ja. Ja, das ist so leid. Jetzt klingt das doch wieder wie ein zweijähriges Mädchen. Ey! Die Tonlage gerade. Entschuldige. Ja, wo wollt ihr hin? Ihr kennt euch da ja so halbwegs aus. Yeah. Erstmal zur Zelle-Tigern. Ja, die ist ja hier direkt. Da stehen wir davor, wahrscheinlich. Zu eurer Zelle, ja. Das, die seht ihr auch. Ja, ich denke nicht, dass da was Besonderes drin sein wird. Auch da ist die Tür offen. Ein Bett haben. Da ist euer bekanntes Doppelbett. Doppelbett.
die gehabt. Ein Etagenbett halt, ne? Außer das Bett, der Stuhlbein da noch liegt. Schaust unter das Bett und dann unterm Bett ist es ziemlich dunkel, weil auch die Beleuchtung hier nicht besonders gut ist. Ihr habt euch Gott sei Dank Taschenlampen und sowas ja mitgenommen. Klack. Leuchtest unter das Bett und meinst in der einen Sekunde, dass da irgendwas unter dem Bett gekrochen war, irgendwann ein Gesicht, dass du ein Gesicht gesehen hast, schreckst zuerst so ein bisschen zurück, guckst dann genauer hin und dann siehst du nur so ein Kissen, was unter dem Bett liegt. Paul, bist du hier? Kommt das vor? Ja. Ich trau dich. Ich sehe ihn ja auch nicht. Ja. Was war denn da? Was war denn? Ist da was unter dem Bett? Nein, nein. Alles in Ordnung. Also, alles in Ordnung, ja. Aber immer noch kein Holz auf unserem Bett, oder? Also Stuhlbein. Nein. Ich glaube, Stühle waren auch aus Plastik und nicht aus Holz. Das war das Tischbein, war das. Jetzt weiß ich. Ja. Ist der Tisch eigentlich noch da, der Riss? Ja, der ist halt kaputt, ne? Ja, da kann ich doch ein Tischbein mitnehmen, also behältst du. Kannst du machen, ja. Mache ich auch, ich breche es ab, dass es schön gesplittert ist. Stecke ich mir es halt in die Gürtel. Im Prinzip können wir auch alle Tischbeine irgendwo abbrechen und sie irgendwie kriegen. Noch einen Knopf bei sich. Ja, gute Idee, meint Cherry. Nimmt sich auch so ein Ding. Ja, doch schon. Egal, nee, ja, kriegt John und Dick auch noch ein. Ich weiß gar nicht, ob wir. Ach, wir finden genug Tische. So, ja. Ja, im Zweifel fallen der nächsten Zelle, die offen ist. Die sind alle offen. Kurze Frage, das Gitter, wo sich Alexander hat durchzwängen wollen, ist das, ist aber nicht nur wir durch sind, was ich da so mit nimmlicher Kraft auf. Nein, das ist auf der anderen Seite. Okay, gut. Also Richtung war Besprechungsraum halt. Ja. Danny? Ich will einen kurzen Blick in den Gemeinschaftsraum werfen und dann gehen wir direkt durch die Labore. Oder was meinst du? Ziemlich gut. Ja, geht vor. Ja, dann würden wir so gehen, dass wir Richtung Gemeinschaftsraum gehen. Und ich würde irgendwo vor dem Arztzimmer würde ich ja beiden stehen lassen zum Sichern. Schon mal. Mhm. Gut, dann steht ihr vor der verschlossenen Tür vom Gemeinschaftsraum. Wahrscheinlich lauscht Danny nochmal. Natürlich. Brauchst jetzt nicht würfeln, weil du hörst es das Knistern hinter dem. Ist hinter der Tür. Ist das wie so ein Feuer, was prasselt? Oder was ist das? Genau, ja. Riech mal, riecht nach Feuer? Nein. Lässt sich die Tür öffnen. Wenn du es probierst. Ja, ich probiere die so leise und vorsichtig aufzuschieben. Ich warte hinter ihm mit dem Messer in der Hand. Ich habe beide Pistolen. Drückst die Tür vorsichtig nach innen auf. Und dir zieht erstmal ein stechendes Gefühl durch die Hand, als du die Tür anfasst, weil die ist unglaublich heiß. Und dann ist eine Rauchwolke, die durch den kleinen Spalt, den du aufgedrückt hast, in den Flur reinzieht. Oh. Ich schieb die Tür. Und zuckst so instinktiv halt zurück, weil die halt heiß war. Ich würde die dann mit dem Pistolenlauf weiter aufschieben. Dann verbreche ich mir nicht so schnell. Der Raum steht lichterloh in Flammen. Ach du Scheiße. Sieht es für mich irgendwie anders aus? Auch du siehst den Raum lichterloh in Flammen und in der Mitte der Flammen sitzt jemand. Es riecht aber auch nicht nach Feuer, ne? Es riecht nicht nach Feuer. Und es ist auch gar nicht warm mehr, jetzt wo du die Tür aufgemacht hast. Wer sitzt da in der Mitte? Ach, ich kann es mir ja schon denken.
Nämlich? Kleines Mädchen. Ziemlich jung. Ja. Heißt ja, die? Mit roten Haaren. Genau. Lilly, kennt ihr. Habt ihr getroffen. Sitzt da, lächelt euch an, während um sie herum das ganz der ganze Raum die Flangen nach oben züngeln. Auch an ihr herum, hoch und runter. Aber sie selber nicht, oder was? Sie scheint auch so anzubrennen, aber sie scheint nicht zu verbrennen, wenn du das meinst. Genau das meine ich. Also sie fängt kein Feuer gleich mal. Ja. Ach du Scheiße. Ich guck total völlig perplex da so. BTF. Was ist los? Was ist los? Stehen wir so, dass die beiden in diesen Raum hineinsehen würden? Oder verdecken wir den komplett? Die anderen beiden können mit reingucken, ja. Okay. Das heißt, die sehen es nicht. Das heißt, nur wir sehen sie, ne? Ja. Ich möchte mal was ausprobieren. Ich möchte mal reingehen. Vorsichtig an die Flammen. Die sind gar nicht warm, gar nicht heiß. Dann würde ich jetzt... Du setzt den Fuß nach vorne und es passiert nichts. Und das ganze Bild verschwimmt vor deinen Augen so ein bisschen. Und dann siehst du nur ein ausgebranntes Zimmer. Und die Person ist auch weg. Das heißt, wir können davon ausgehen, sie hat sich hier selbst verbrannt. Vielleicht. Oder zumindest hat sie diesen Raum angezündet. Ich wende mich so zu Jonum und will sehr leise. Hast du es auch gesehen? Das, was von Lili übrig geblieben ist. Denke ich. Ja. Denke ich auch. Das heißt, der Raum, ist das einer von den Zellen? Oder was war das nochmal für ein Raum? Das ist der Aufenthaltsraum. Ach so, der war das. Oh, ja. Na. So, ja. Selbst der Gummibaum ist verbrannt. Nein, im Moment habe ich den Gummibaum nicht umgebracht. Das war eine Yucca-Palme. Yes, ja, ja, ja. Dann ist die Yucca-Palme verbrannt. Jetzt steht da eine Yucca-Palme. Dann steht da jetzt wieder ein Gummibaum. Eine verbrannte Yucca-Palme. Verdammt. Die war so nett zu mir. Oh, Moment. War die nicht ein bisschen spöttisch, die Yucca-Palme? Nein, das war der Gummibaum. Der Gummibaum war spöttisch, ja. Deswegen kam ja erst die Yucca-Palme. Die Yucca-Palme? Nein, die war einfach nur still. Die hat einfach nur nichts gesagt. Das war das Schöne davon. Unsere Palme. Die war voll. Mit durch das Glück bekommt Lilly ihre Chance, nochmal die ganze Body abzufacken. Noch lebt. Ja, was wollt ihr noch im Aufenthaltsraum? Nichts, nichts. Ist alles verbrannt. Es ging mir nur darum, wirklich den Aufenthaltsraum mal kurz zu nehmen. Ich möchte mal kurz Ausschau nach dem Schachspiel halten. Ich hätte jetzt nicht lange nachsuchen, aber ich möchte mal gucken, ob ich es gerade irgendwie erblicken kann. Das Schachspiel? Ja, da sind ein paar Aschereste von über, aber du weißt ja, wo du ungefähr das sein musst. Und ein paar Reste findest du davon noch, ja. Phase. Es wäre lustig gewesen, wenn das jetzt so unversehrt da im Raum liegen würde. Nee. Realismus. Hand. Ja, nee, dann würde ich sagen, weiter nach oben. Durch das Arztzimmer, was Dick und Jerry schon sichern. Genau. Ja. Vor dem Arztzimmer liegt auch ein Bekannter von euch auf dem Boden. Mit dem Kopf nach unten. Quasi das Gesicht so ein bisschen im Boden. Moment. Einen, den wir kennen. Ja. Und kein ausgehöhlter Kopf? Nein. Jetzt der Kopf ist so halb im Boden drin. Das heißt, dass wieder mal eine leichte Dilatation verursacht hat. Denke ich mal. Vielleicht. Auf jeden Fall ist das der Krawallmacher. Ah, der Krawallmacher. Ist der leer gesoffen?
Was erkenne ich? Wenn ich mir so eine Ader aufschneiden, okay, dann kommt vermutlich. Wären da noch Blutreste drin? Wenn er leer gesoffen wahrscheinlich, ist. Wahrscheinlich geronnen schon. Der ist schon eine Weile tot. Wenn er leer gesoffen wäre, wäre kein Blut mehr drin. Wenn nichts mehr drin kann. Wenn du eine Leiche aufschneidest, kommt da auch erstmal kein Blut raus. Ja. Egal, er ist tot, fällig ab. Ja. Er wurde in den Boden gequetscht. Eben wieder durch. Ja. Ich würde gerne machen, ob irgendwo an der Wand Fluchtpläne und sowas hängen. Nein. Schade. Geht durch das Arztbesprechungszimmer. Geht durch das Zimmer, wo ihr das erste Mal diese merkwürdigen Apparaturen gesehen habt. Seht dann da, wie die Freundin vom Krawallmacher auf so einem Stuhl gefesselt ist. Ihr ist die Kehle geöffnet. Die Apparaturen hier sind alle zertrümmert. Freunde von Henry. Der Krawallmacher hatte keine. Ja, genau, dann ist die, stimmt, Entschuldigung, die Freundin von Henry, genau. Overdraft, so monoton war, ne? Ja, nachdem sie in Behandlung gewesen ist, ja. Genau, bei einem anderen Arzt wohlgemerkt. Mhm. Bei dem dessen Augen wir in der Foto so mit uns rumschleppen. Ja. Sonst ist nichts auffällig. Ja. Die ist halt tot, die Apparaturen sind alle zertrümmert. Okay, ich würde gerne, Moment. Und ist das also der Raum, aus dem der Arzt immer reingekommen ist, ne? Wenn er mit uns gequatscht. Nee, das ist der Nachbarraum. Ach, der aus dem Video. Der mit dem Stuhl. Ja. Da war der auch schon mal drin, kurz. Stimmt, das war doch fast nicht das, wo ich John mit da durchgeschleppt habe, weil er gekommen ist. Ja, genau. Mhm. Dann machst du und so rumgezählt, das hat wodurch wir entdeckt wurden. Mhm. Ja. Den Stuhl würde ich gerne anfassen mit Spirit's Touch. Ja. Schwierigkeit? 6. Zwei Würfe bisher heute und bei beiden genauso viele Einsen wie Erfolge. Ich hast sogar eine 10 dabei. Ich hatte heute bisher relativ viel Glück. Ich hatte bisher nur eine 1. Oh. Tja, du kriegst aus dem Stuhl nichts heraus. Sprich, okay. Verdammt, sprich! Hat der Stuhl eine Moral? Ah. Uns was zur Hölle macht die da? Was macht der da? Weiß ich nicht. Es wird alles gut und wir machen alles wieder gut. Und wir sind da, um euch zu helfen. Wir suchen Spuren. Was ist alles? Ja. Ich muss mal umschauen im ganzen Raum, ob ich nicht vielleicht irgendwelche Spuren entdecke. Gibt's sowas? Was suchst du denn? Flussspuren, irgendwelche Spuren, die darauf hindeuten, dass hier vor kurzem niemand war, so Sachen halt. Oh. Nee. Brauche ich also nicht würfeln. Nee, brauchst nicht würfeln. Okay. Dann möchte ich wieder mal laufen. Ja. Diese Spieluhr geht mir zwar so langsam, aber sich auf die Nüsse, aber trotzdem muss ich es ja versuchen. Oh. 2 Erfolge. Ja, du hast immer noch die Spieluhr, wie sie Uhr 2 oder 3 spielt. Nein! Cherry beginnt übrigens gerade was zu summen. Oh nein. Sagt mir ja nichts, ne? Naja, du hast das Bild gesehen in dem Haus, ne? Ja, ich würde dann wieder versuchen, das auszublenden, dieses Gesumsel. Ja, aber sonst hörst du nichts. Ach
Pol, by the way, kann ich so abschätzen, wo es herkommt, außer von weiter unten? Also bin ich, verändert sich das, wenn ich irgendwie, merke ich, dass ich da näher rankomme oder so? Entweder eigentlich entfernst du dich davon, aber es ist halt immer noch da. Ich weiß nicht, gerade mal was. Ja, hebe ich mich für später auf. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal. Gehen wir weiter durch den Raum. Genau. In den Flur, wo ihr Melissa zum Vampir gemacht habt. Genau, den. Da war auch noch so. Und hier sieht John auch wieder, wie die Wände wieder voll sind mit diesen Schemen. Und genauso wie damals bewegen sie sich halt über die Wände. Mhm. Sind halt vermehrt hier gerade. Und greifen hin und wieder aus der Wand heraus. Hm. Also wieso, ich wieso? Was? Wegen den Dingern halt, Jerry. Was für Dinger? Ganz ruhig, Jerry. Einfach wie gesund und dem zu helfen. Naja, und er drückt so die Minigun so ein paar Mal so rechts und links. Und dann kommt ihr an die eine Tür, die, wo ihr nicht durch konntet beim letzten Mal, wo auch auf der linken Seite halt dieses Zimmer ist, wo ihr dieses Mädchen getroffen hattet. Liegt sie da noch? Nee. Ist das schwarze Blut da noch, dieses klumpige? Auch nicht mehr. Der Raum ist quasi leer geräumt. Auch die Apparaturen und das Bett steht nicht mehr da. Okay. Und dann können wir versuchen, durch diese eine Sicherheitstür da zu kommen, ne? Ja. Ja. Das kann ja wahrscheinlich ziemlich zielstrebig hin. Ja. Soll ich sie wieder aufmachen? Auf jeden Fall. Okay. Danke, dann macht er dasselbe Spielchen wie eben. Auch dieses Mal schafft er es mit Mühelosigkeit, das ganze Ding aus der Wand zu reißen. Beziehungsweise dieses Mal macht er das nicht so, dass er die aus der Wand reißt, weil die irgendwie die ganze Wand einnimmt, sondern er stemmt sich dagegen und drückt sie auf die andere Seite nach und dass sie so nach vorne umkippt. Wenn da jetzt jemand forscht, dann ist er platt. Das ist definitiv so, ja. Außer es ist jemand wie Lord Helmchen. Ja, der würde die Tür einfach so funken mit einer Hand da aufhalten. Wenn er die Chance hat. Ja, wenn er es nicht bemerkt, dann würde er sich halt wieder drunter heulen. Auf der anderen Seite seht ihr einen langen Gang ohne Licht. Ja, das stimmt. Die leuchtet da rein, so weit wie der Gang geht, geht der Kegel eurer Lampe gar nicht. Drückt John eine Taschenlampe in Hand, dass ich noch beide Pistolen halten kann. Ja. Mit den Worten, halt mal eben und mach mal Licht. Und er geht eine ganze Zeit lang. Geht ihr durch den Gang durch? Ja. Also gut. Dann kommt nach einer Weile, kommen ganz viele Türen, die rechts und links abgehen. Dann eine Tür nach der anderen? Ja. Und öffnet eine nach der anderen, das sind Patientenzimmer, würdet ihr sagen. So wie in so einem Krankenhaus, so Betten da drin. An die Wände sind Fenster gemalt mit so einem Ausblick, irgendwie so einem Meerblick. Hat auch was. Und in der vierten Tür, die ihr öffnet, liegt tatsächlich noch jemand in dem Bett. Und John erkennt sofort, dass dieses Dings noch lebt, weil es hat eine Aura. Okay. Was für eine Aura denn? Glockenspiel leiser. Bitte? Das Spiel wird wieder lauter. Dann schüttle ich nochmal den Kopf einmal und versuche das irgendwie wieder loszuwerden. Die Aura ist genauso wie bei dem Mädchen, was ihr damals in dem Raum gefunden hattet. Noch so ein Ding, scheiße. Mal frei. Okay. Nehme ich das so wahr, dass das von hier ausgeht, also von der Person, die da liegt? Nein. Ja, aber es ist glaube ich ein Spiel, das lauter kommt.
sichert den Gang. Ruf ich nach hinten? Ja, okay. Dick, geh nach vorne, ich bleib hier hinten. Sicher den Gang übrigens mit, weil dann habe ich eine Ablenkung vom Spiel. Ja. Was? Nein. Du! Wer hat denn hier sein Skype so laut? Entschuldigung. Entschuldig. Hab's gerade offen. Rot, dann was, gibt's keinen Sound. Was tut ihr jetzt? Ja, ich darf ja nicht den Gang sichern. Nee, das machen ja Dick und Cherry. Genau, wir sind ja hier drin. Ich werde ja an der Leine gehalten. Wie verwirrend das ist. Okay, die haben das ja. Ich sag dann zu Danny, die ist wie die, die ich getötet habe. Auch egal. Also die leben noch. Ja. Liegt würdest die, du jetzt sagen. Ist es so ein, wieder so ein Krankenbett, wo die mit Tropf angeschlossen ist und so ein Scheiß? Ja. Ist in dem Topf was drin? Der ist leer. Mal wieder. Ja. Ich würde mir die mal anschauen. Sieht, ist die genauso zugerichtet? So mit den verbundenen Augen? Ja. Zugenähte Augen, zugenähter Mund. Genau, das war's. Zugenäht und zugenäht. Was meint... Ich guck zu John. Was meinst du, wenn wir das Ganze auftrennen? Was meinst du, passiert dann? Ich weiß es nicht, aber ich wünschte gerade, ich könnte Gedanken lesen. Ich sehe sie so an. Ich muss da sehen. Sie schläft, ja. Ja, weiß ich nicht genau. Wie veratmet sie? Ja. Hat er zugenähte Augen? Reagiert nicht auf euch. Ich versuch's mal nochmal mit Spirit Touch. Ja. Und ich möchte gerne den Topf anfassen. Ja. Wird eigentlich aber egal. Spirit Touch ist super. Ich hab noch nie einen Charakter gehabt, mit dem ich das verwenden durfte. Frage reagiert. Okay, macht ihr erst. Schwierigkeit? 6. Dann habe ich 2 Erfolge. Ja. Und was genau machst du jetzt da? Ich will versuchen zu erfahren, was hier in letzter Zeit passiert ist. Was wer da dran war oder was da drin war. Was mir dieser Tropf sozusagen bereit ist zu erzählen. Das ist ja so ein bisschen... Du siehst eine Schwester, wie sie den Tropf an der Halterung befestigt. Eine etwas dicklichere, ziemlich hässlich aussehende Frau. Aber in einem Schwesternkittel. Hast du aber noch nie gesehen, die Frau. Hässlich im Sinne von einfach nur ein normal hässlicher Mensch? Ja, sieht wie ein hässlicher Mensch, also nicht Nosferatu hässlich. Ja, aber auch nicht übernatürlich hässlich. Nein. Also Nosferatu hässlich ist auch so eine Sache. Es gibt auch Nosferatu, die nicht ganz so extrem ist. Und Ästhetik liegt im Auge des Betrachters, ja. Auf jeden Fall ist die halt vom Gesicht her sehr aufgedunsen, hat eine große Hakennase im Gesicht, auf jeden Fall ein Doppel- bis Dreifach Kinn und mehrere dicke, fette, eitrige Pickel im Gesicht, auf der Stirn, auf der Backe. Und eine dicke Warze am Kinn. Doch, muss verraten. Auf dem dritten Kinn. Und schiefe Zähne. Also doch, muss verraten. Sieht eher nach einer Klischee-Hexe aus. Ja, das ist so, die hängt auf jeden Fall diesen Tropf auf. Und was du auch noch siehst, ist dann ein merkwürdiges Wesen, das diese Frau oder dieses mit zugenähten und Augen und zugenähtem Mund war ja mal, ist auf jeden Fall eine Frau. Kannst du ja erkennen, wie die ins Zimmer getragen wird. Und dieses Wesen, was das ins Zimmer trägt, das hat merkwürdige Wesenszüge. Es sieht humanoid aus,
aber ihm verschwimmen so ein bisschen die Gesichtszüge. Als ob er sie irgendwie weg hatte, irgendwie die Nase weg. So ein bisschen wie bei unserem allerliebsten Harry Potter Antagonisten. So die Nase weg. Ich dachte eigentlich gerade an Deep Space Nine. Immer an Odo. An Odo, ja. Also ja, so ein bisschen, so eine Mischung aus Odo und dem, dessen Namen nicht genannt worden werden darf. Ja, Voldemort. Und er hat Dreadlocks, die allerdings weniger Haare und mehr Knochen zu sein scheinen. Ich möchte mal, ich sehe es ja alles nicht, deswegen kriege ich mal keinen Reiz dazu. Ich möchte das Mädchen mal an der Schulter berühren, sanft, so. Antippen. Ja. Reagiert sie denn da drauf? Die atmet einmal tief ein und aus, dass du das machst. Ich schaue mal kurz Blonden an. Mach kurz ab. Und dann der ist abgelenkt, glaube ich. Ist ja auch okay. Ich weiß nicht, wie schnell geht die Vision. Normalerweise müsste sowas sich so abspielen wie Träume, irgendwie so ein Bruchteil einer Sekunde. Ja, es geht ganz langsam und du siehst halt, wie dieses Wesen die Frau halt ins Bett legt, die dicke Frau dann den Tropf anschließt und die beiden dann wieder rausgehen. Ich würde dem Mädchen mal so vorsichtig wie möglich mit meinem Messer die Nähte am Mund auftreiben. Wirklich sau vorsichtig. Die Haut zu beschädigen, so einfach nur halt die auch ein bisschen beschädigt wird dadurch. Dann trennst du ihr die Dinger auf und. Kriege ich das schon wieder mit dann? Du kriegst auf jeden Fall mit, dass. Also wirst aus der Vision herausgerissen, in dem Moment, wo die Person auf dem Bett in der Lage ist, einen ekelhaften, hohen und schrillen Schrei von sich zu geben. Sie schreit und schreit und hört nicht mehr auf. Und wirft sich jetzt auch von rechts nach links im Bett umher und ist halt an den Händen und Füßen gefesselt noch. Und kann deswegen nicht aufstehen, aber wirft sich hin und her, als ob ihr irgendwas total wehtun würde. Und schreit und schreit. Und sie will den an ihren Schultern halt nach unten drücken. Dann drückst du nach unten, währenddessen guckt Cherry gerade von der Tür aus in den Raum rein. Was ist los? Was ist los? Was habt ihr gemacht? Eigentlich sind auch die Bücher weiterhin da. Und guckst kurz zu Cherry rüber. Meinst dann einen Schemen hinter Cherry erkennen zu können. Und dann guckt Cherry nach unten und sieht, wie etwas durch seinen Brustkorb gerammt wurde und kippt vornüber. Oh nee. Nee. Und dann hört ihr Maschinengewehrfeuer aus dem Gang. Und sieht noch das Mündungsfeuer, wie es so irgendwie an der Tür vorbei. Kontakt! Kurz. Okay, scheiße, ja. Erstmal. So, jetzt was ist hinter Cherry? Ja, irgendwas ist mit nichts. Jetzt nichts mehr. Scheiße. Guck zu John so nach dem Motto, okay, was machen wir jetzt mit ihr? Weil ich wollte sie eigentlich gerade befragen. Die kann sich ja nicht bewegen gerade. Also die kann ja die nicht. Die ruckt jetzt hin und her, während ihr die versucht gerade auf. Also Danny versucht sie auf dem Bett wieder zu fixieren. Also ich will irgendwie aus der Tür rausgucken, ganz vorsichtig. Moment, in welche Richtung geht die auf? Die geht nach innen auf. Okay. Cherry ist jetzt wieder in den Gang. Bitte? Cherry ist wieder raus. Cherry ist in euren Raum reingekippt. Mhm. Hat er umgefallen? Ja. Ja. Vorne über. Was wurde ihm denn durch die Beziehung? Das erkennen? Er hat einen Flock. Jemand hat ihn geflockt. Der hatte doch ein Schwert mit. Okay, ja. Ich will jetzt greifen, dass ich nochmal eine bessere Nahkampfwaffe habe. Okay. Und auf dem Gang steht halt, auf dem Gang steht Dick und feuert quasi den Gang entlang in die Richtung, aus der ihr gerade gekommen seid. Ich würde mir auf die Bolzenschusspistole greifen. Ja. Okay, ich bin zu Dick, eigentlich nur Rückzug. Also ich möchte gerne einen
Was heißt hier einen Move machen? Ich möchte den Flock aus Jerry rausziehen. Ja. Während ich rausgucke, will dann an ihm vorbei den Flock direkt wieder rausziehen und dann rausgucken. Ja. Und halt gucken, was Dick, auf was Dick da gerade feuert. Die schauen da ebenfalls. Die feuert halt den Gang entlang und alles, was du. Also siehst da niemanden im Gang, aber der feuert halt die ganze Zeit. Du siehst auch, dass er die Augen fast so ein bisschen zugekniffen hat, vielleicht sogar zu und einfach nur den Gang und rechts und links. Zurück, Dick, zurück. Und immer noch Kontakt! Kontakt! Dick, hör auf zu schießen, da ist keiner! Der feuert weiter. Das ist auch ein ohrenbetäubendes Geräusch und irgendwann macht das dann klack, 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 weil der Munitionsgurt leer ist. Und er drückt immer noch weiter. Du hast keine Munition mehr, jetzt liegt ein Finger vom Abzug. Selbst mit Ausblicks habe ich ja nichts zu sehen dort. Nein, du guckst in die Richtung, in der er geschossen hat, da ist nichts. Du guckst nochmal Dick an. Du siehst dann hinter Dick, wie aus einem der Räume neben euch zwei Gestalten, also wahrscheinlich verdunkelt, auf den Gang treten. Kacke. Scheiße. Ja, sag was. Ich seh's nicht. Dick, hinter dir. Was, hinter mir? Und schon siehst du, wie ihn irgendwas trifft und er irgendwie gegen die Wand geschleudert wird. Scheiße, ich hab ja noch den Flock in der Hand, ne? Ja, Jerry rappelt sich langsam auf, bleibt sich an seine Wunde. Was zum. Wenn Dick von was getroffen wird. Ja. Die Schweine sind verdunkelt. Und kann ich irgendwie. Das ist jetzt sowieso, das kann ich jetzt sowieso nicht, wenn ich schon rufe. Die Schweine sind verdunkelt. Sowas. Ja. Ich will einem von denen, oh mein Gott. Versuchen den Flock, den ich halt gerade in der Hand habe. Überforderung! Was möchtest du angreifen? Möchtest du? Wir können eigentlich mal Inni jetzt machen hier. Ja. Das versuchen wir noch gleich. Ich muss einfach mal euer Charakterbögen eigentlich auch mal aufmachen. Ja, cool. Wie würfeln wir nochmal Inni? Gute Frage. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Ich mache immer ein W10 plus Witz. Plus Witz, ja, genau. In manchen Regeln ist es plus Witz und Alertness. Oder man würfelt auf Witz und Alertness. Und ich habe so viele W10 plus Witz klingt gut, mach mal. Dann mach ich das für meine hier auch. Halt also was jetzt? Also das ist schlecht. Ja, nee, ist bei mir auch nicht so Fall, dass ich jetzt 7 habe ich. Ich hab 5. Boah. Das ist Jerry so scheiße. John hat 5, Danny hat 7. Und, Jerry hat 3, weil er kriegt Abzüge und Dick hat 5, weil er kriegt auch Abzüge. Oh. Und eure Gegner. Und die haben auch schlecht gewürfelt. Der eine hat 10. Und der andere hat 5. So, dann ist zuerst der eine Gegner dran gewesen. Das wäre quasi seine Aktion gewesen, Dick irgendwie anzugreifen. Dick schlägt jetzt einfach mal ins Leere, weil er sieht ja nichts. Und trifft dementsprechend auch relativ wenig. Während er von dem anderen Schemen, den ja nur John sehen kann, angegriffen wird. Oh ja. Oh. Und ihr seht, wie sich eine große, klaffende Wunde am Hals von Dick öffnet. Und er auf den Boden sackt. Mhm. Und dann ist Danny drin. Sieht man, da ist jemanden? Nein, du siehst keinen. Fuck. Wir sind dran. Oder? Ja, kannst halt auch nur ins Leere. Mir egal, ich darf ja wohl trotzdem noch zuhauen mit dem Katana. Ja? Wohin denn? Dahin, wo Dick gerade so in die Richtung, wo
nur den Kehle geöffnet. Das heißt, der Schlag sollte von vorne gekommen sein. Okay. Also vor ihnen vor. Okay, dann mach mal eine Attacke. Mach's aber auf 9. Ja, warte mal, es ist. Was ist das? Dexterity und Midi, ne? Mhm. 4 für Dexterity und 2 für Midi. Ja, doch. Och Leute, sie haben mal nichts. Ich hau irgendwo hin. Schlägst genauso wie Dick eben ins Leere. Dann ist John dran. Und die Minigun ist leer, verdammt. Oh, das wird jetzt was. Weil ich da auch so ultra gut drin bin, ne? Das trifft was. Ich möchte gerne den Typen den Flock in die Brust rammen. Ja. Ist ja ein gezielter Angriff, ne? Mhm. Schwerer. 10. Was für eine Schwierigkeit gibst du mir dafür? Sagen wir mal 7. Schon wieder? Eine 10 und eine 1. Oh nein. Was machen wir Sachen? Es soll heute nicht, es soll einfach nicht sein. Cherry rappelt sich auf und der eine Schemen ist wieder dran. Der hackt noch einmal auf Dick ein. Wow. Der heißt ja wieder, die Mistviecher sieht, trifft trotzdem nichts. Und Dick wird der Kopf vom Schädel getrennt. Das heißt jetzt schön. Daniel ist dran. Ja, dann du siehst, gerade, das ist, siehst du glaube ich auch das erste Mal, weil nee, du hast es bei Melissa gesehen, ne, wie ein Vampir stirbt. Mhm, ja. Wie in einer Aschewolke Dick vergeht. Die Aschewolke so von unten nach oben mit dem Katana. Weil da muss ja jetzt was gehen, was dem Kerl den Kopf... Auf die 8. Ja, komm schon, Würfel. Seid mal wieder gut zu mir, würfel ich nur auf 10. 1, 2 Erfolge. Nein, nein, mehr als eben. 8 und 9. 8 und 9? Ja. Okay. Macht Schaden. Ja, was macht denn das Katana? Sie hat jetzt eine Körperkraft, Strength und die Katana. Und die 2 Erfolge. Und das vom Katana, aber ich weiß nicht, was es macht. Ich hab jetzt schon mal, weil man das Körperkraft habe ich 4. Plus 2 machst du. Also noch mit plus 2, das heißt, ich habe insgesamt 8 Würfel, gut. Geil, dass ich jetzt keine Stärke habe. Das wäre jetzt geil. Wäre sehr hoher Schaden, aber hey. Das muss ich würfeln, um Schaden zu machen. Ganz normal die 6. Okay, dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Erfolge. Ja. No. Schmerz. Danny, John sieht, wie der Schemen zurücktaumelt und Danny sieht jetzt, dass da etwas aus der Verdunklung gerissen wird und im Gang zurücktaumelt. Die Pillen sind sehr sadistisch und boshaft. Jetzt habe ich was, was ich angreifen kann. So ein Katana ist echt geil. Und, Dick ist tot, ist nicht mehr dran. John ist dran. Okay. Ja, ich nehme mir den anderen Schemen halt vor. Nochmal. Ja, das war ein dicker Kumpel. Ich versuche nochmal. Ja, dasselbe wie ihm. Hm. Diesmal sind es nicht genauso viele Einsen wie Erfolge. Nein, es sind 2 Einsen und ein Erfolg. Oh. Ja, das war wieder nichts. Meine Würfel. Der andere Schemen wendet sich Danny zu und schlägt nach Danny. Der jetzt entdunkelt ist, ne? Nein. Der andere. Ach, der andere. Der entdunkelt ist. Nee, Quatsch. Der, den du getroffen hast, ist das der, der den geköpft hast, das ist der andere. Attackiert dich jetzt, genau. Also, ich habe einen getroffen, der ist jetzt. Er hat 2 Erfolge. Darf ich ausweichen? Mach. Das wäre Dexterity und Athletics, ne? Mhm. 2, 4, 5, 6. Schwierigkeit? 6. 7, 8, 8, 9 sind 4 Erfolge. Mhm. Du bist so ausgewichen, kannst aber dann in der nächsten Runde nicht angreifen. Passt. Und. Kriegen die noch beide am Leben, ne? Also. Beide noch am Leben, ja.
Und den einen sehe ich ja, jetzt habe ich ja getroffen. Den einen siehst du, den anderen nicht, genau. Und genau. Cherry ist dran, schleppt sich in den Gang. Sagt, weg hier, und schleppt sich dann in die andere Richtung weg. Versucht zu flüchten. Halten wir ihn auch. Halten an ein Häckchen. Und dann sind wir wieder bei dem Typen, der verletzt ist. Der versucht sich an Danny, aber der trifft ihn nicht. Der ist viel zu angeschlagen. Ja, mit so einem Katana einmal. Dann ist Danny dran. Ja, ich würde. Triffst jetzt schon auf die 6. Ach komm, da hau ich auf ihn drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. 1, 2, 3 Erfolge. Wow. Ja, mach Schaden. Und das wären dann die 3. Körperkraft. Und dann plus 2. Das ist wieder ein Würfel. Abartig. Ja, nein! Verdammt, ich muss einen Würfel machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 Zehner sind dabei. Mhm, gut. Dann tötest du den damit. Und auch der vergeht in einer Aschewolke. Und John ist dran. Okay, jetzt aber. Komm. Ich wusste ihn gerade wieder wie Danny. Wie bei der ersten Flucht. Genau so. Das ist wieder eine 1 und eine 8. Was soll ich? Ich will nur eins. Schlägt nach Danny. Trifft dich mit 3 Erfolgen. Oh, ich möchte auch. Diesmal macht der Schaden. Hey, ich will ausweichen. Du hast letzte Runde ausgewichen. Okay. Das nur einmal? Ja, ich habe eben vergessen, dass du nicht attackieren dürfen, deswegen machen wir das jetzt auf das Ausweichen. Doch, ja, nee, dann weiß ich. So eine Aktion. Du kannst dir 2 Schaden aufschreiben. Das heißt, ich bin auf Hurt, ne? 2 Kästchen aus X'en, genau. Genau, also auf Hurt. Das heißt, ich habe nur alle Aktionen. Geht ja noch. Du hast quasi das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie eine Klinge am Arm getroffen hat oder so. Ich fauche in die Richtung, aus der der Treffer kam. So. Dann ist der es auch hin, ist Danny wieder dran. Jetzt darf ich wieder normal attackieren, gell? Ja. Dann würde ich allerdings siehst du nichts. In die Richtung stoßen, aus der ich gerade getroffen wurde. Ja, auf die 9. Denk an deinen Abzug. Ich jetzt hier, das heißt, ich habe nur 5 Würfel, genau. Warte ich aber zu schaffen. Mit einer 10 habe ich einen Erfolg. Geht gar nicht. Die wird von 1 in der Zeit. Gar nichts. Kein Erfolg. Ja. Dann ist jetzt John dran. Möchte beharrlich bleiben. Du musst nochmal versuchen. Ja. Das triffst du uns. Das ist eine 10 und 2 Einsen. Hast du da einen Botch? Ja, ich weiß nicht, was das ist. Ich würfel keinen Wurf ohne du eine haust Eins. Du haust den Flock einmal in Richtung des Schemens und triffst die Wand. Und der Flock zerflockt also an der Wand und zersplittert. Kleine Pflöcke. So, dann ist der Cherry dran, der immer noch weiterläuft. Aber nee, stopp, wir haben noch einen mit 5, nämlich den Gegner, der wieder Danny attackiert. Ja. Ach nee, ich kann nicht aus. Ja. Das ist nochmal ein Schadenspunkt. Das heißt ein volles Kreuz oder nur ein Spiel? Ja, volles Kreuz. Oh, das heißt, ich bin jetzt auf Ballett. Nee, warte mal. Ja, ich kann das englische Wort nicht aussprechen, aber immer noch nur auf minus 1 drauf. Ja. Und Cherry läuft weiter den Gang entlang weg. Oder humpelt, hat er gesagt. Du kannst übrigens auch Blut ausgeben, um dich zu heilen, ne? Also. Ich bin eh voll. Dann gebe ich mal einen Blutspunkt. Wie viel darf ich ausgeben? Ist allerdings dann deine Aktion. Ja. Nee, komm, das will ich machen, wenn es erst kritisch wird. Ist besser. Ich will erst nochmal. Okay, dann bist du jetzt dran. Gott.
Ich schlage einfach wieder in die Richtung, aus der der zweite Schlag kam. Ja. Mhm. So, 3, 4, 5. Weil hier haben wir es. Oh, 2 Erfolge, immerhin. Ja, mach Schaden. Hm. Nice. Ja, das wären dann auch beim Schaden minus 1? Ja. Okay, das wären dann meine Stärke nur 3 und dann Erfolge plus 2 vom Dings. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normal wären es 8. Passt, perfekt. Das sind dann 1, 2, 3, 4 Schadenspunkte. Ja, damit schaffst du es auch, den in eine Aschewolke zu verwandeln. Siehst du, dafür gibt es Danny, Häxchen. Ja, dafür, dass wir niemanden haben, den wir mit ihm nehmen können und verhören. Entschuldigung, ist Kampf, da muss man mit Verlust rechnen. Ich hab, das waren 4 Aktionen, oder? Die, wo ich immer einzeln nur... Richtig. Ja. Rennt Sherry immer noch? Ist der schon weg? Oder der ist gerade hinten um die Ecke gebogen. Manchmal wünsche ich mir so einen Arsch, wenn der einfach nehmen würde. Ich rufe hinterher. Ist vorbei, kannst wieder zurückkommen. Ja, da sind noch mehr. Echt? In dem Fall kriegst du keine Ahnung. Zwei sind noch mehr. Verdammter Feigling. Den Kerl. Mal eine Frage, hat Dick noch Munition für die Minigun gehabt? Ja. Gut, hat er noch. Okay, ich steck das Katana in den Gürtel und nehme die Minigun an mich. Okay. Mit Munition, also lad auch nach. Dann möchte ich mich noch heilen, dann nehme ich jetzt so gut für aus. Ich würde gerne nachsehen, ob die Typen was hinterlassen haben. Wie war es mit dem Heilen? Wie viel darf ich ausgeben? Ein Kästchen, ein Blut. Achso, okay. Ah ne, das war nur bei dem... Ja, ist okay, das weiß ich wieder nicht. Ich hatte... Na ja, gut. Dann mache ich mich mal auf nur blaue Flecken. Das heißt, ich gebe 2 Blutspunkte. Kannst du 2 pro Runde? Nee, kannst du nur... Aber gut, wir sind jetzt aus dem Kampf raus. Von daher kannst du das ruhig machen. Nee, wenn du sagst, das geht nur einer pro Runde, dann geht nur einer. Nee, geht schon. Wir sind ja nicht mehr im Kampf. Dann decke ich mich jetzt mit lauter Waffen ein und... Wenn schon Tote, dann muss man sie auch looten. Ne? Dick, das gehört ja, das hört jetzt nur noch das Geschrei aus dem Raum. Ja, mega. Also ich wollte ja die Asche erstmal durchgehen, ob da noch irgendwas übrig geblieben ist. Schlüssel oder Hinweise, irgendwas. Ja, das ist, findest du auf jeden Fall 2 Schlüsselkarten. Gut, Schlüsselkarten möchte ich alle beide in die Hosentasche stecken. Mhm. Was hatten die waffenmäßig dabei? Die hatten so Breitschwerter. Okay. Ja, und ein Breitschwert ist verdammt nochmal besser als so ein Zahnstocher von Katana. Ich habe ein Katana. Also nimm dir ein scheiß Breitschwert. Ich sag mal so, ein Katana ist definitiv schärfer als ein Breitschwert. Ja, Halleluja. Ja, mit dem Katana kannst du ein Breitschwert durchhauen, wenn du genug Kraft hast. Das ist scharf genug für sowas. Und es hält definitiv mehr aus. Vampir nicht unbedingt. Schwerter sind Hackwaffen. Also mit Schwertern, damit schneidest du nicht. Du schneidest nicht mit Schwertern. Dann nimm du dir ein Breitschwert. Breitschwert oder eine Axt, die sind extra nicht zu scharf zum Beispiel. Ja, dann nimm du dir ein Breitschwert oder Katana. Das will ich nur sagen. Ich weiß nicht. Katana brechen halt auch leichter durch. Nein, aus. Die sind ziemlich hart geschmiedet. Die sind ziemlich hart. Außer den Schlüsselkarten. Irgendwas Sinnvolles. Ja, sonst hast du die Kleidungsstücke noch, aber sonst nicht. Also nichts von Wert, würde ich so sagen. Mhm. Um auf die Waffen zu kommen. Also nichts, was irgendwie uns was an Informationen gibt. Nee. Meine Frage war, wie kann ich die ganzen Waffen überhaupt beschäftigen? Ich meine, Minigun, Katana, 2 Pistolen, das reicht jetzt nur der Logik halber.
Ja, klar, kriegst du die geschleppt. Ist ein bisschen hinderlich und so, aber sonst, klar. Ja, wie gesagt, wenn die Minigun Ist das jetzt. stark genug? Ja, ich glaube, wieder mit der Körperkraft zum Spielen. Ja, nee, dann habe ich jetzt nämlich was für den Fernkampf und wenn da Munition alle geht, geht's halt in den Nahkampf. Passt schon. Okay. Ja. Gut. Dann, Informiert. was nun? Wie gesagt, nur der Schreien aus Schreien aus dem Patientenzimmer. Ich will in den Raum rein. Und Welchen? ich gehe in den Raum wieder mit der Tussi Ja. drin. Ich würde dann den Gang sichern, also weiter da die Waffe, die Minigun, die ich mittlerweile nachgeladen habe, darauf richten, dass, falls ich irgendeine Bewegung wahrnehme, ob Lauschen, Hören, Riechen, sofort Ja. abdrücken kann. Es sei denn, Ja. okay, So wie umgehen. Dick das gemacht hat. Genau. Aber nicht, ich meine, davon, wenn ich wirklich was wahrnehme und nicht Geister sehe, die ich ja nicht weiß, was ich meine. Ich meine, da war ja was, ne? Deswegen hat er abgelehnt. Gut, Was. Ja, ich möchte halt, ich weiß nicht, hat sich da irgendwas verändert? Ist sie einfach nur die ganze Zeit am Ne, Schreien wie am die Spieß? schreit und wirft sich von rechts nach links Dann kriegt ihr jetzt erstmal und eine zieht an Fettohrfeige ihm. von mir. Das Ist sie interessiert sie gar auch nicht. zugenäht? Das interessiert sie nicht. Ne, Ja. schreit weiter und wirft sich nach rechts und links. Ach, sie sind ja abgeschnitten, ne? Ja. Glatt rasiert. Ja, dann packe ich sie halt am Kragen. Ist da ein Krankenblatt, irgendwelche Notizen, steht auf der Da gibt es Inklusion kein eigentlich irgendwas Krankenblatt. drauf? Nein. Nichts. Keinerlei Unterlagen hier irgendwo. Keine Unterlagen. Gut, dann schleife ich die jetzt einfach nur aus dem Raum aus. Musst du erstmal hier Machst sie finden. los, ja? Ist sie so richtig? Ist sie so mit Gurten festgemacht? Dann möchte ich jetzt gerne. Kann ich mich irgendwie so auf sie so festhalten, so sichern, dass ich sie mit diesen Gurten fesseln kann nochmal? Ja, die sind halt, die halten sie ja so schon fest, also, ne? Naja, ich will sie halt nur nicht ans Bett, sondern nur so gefesselt haben. So, dass wir sie mitnehmen. Könntest du denn Ja, nicht? dafür sind die Gurte eigentlich nicht gemacht, die sind halt an dem Bett fest. Kriegt man die nicht irgendwie abmontiert oder sowas? Ich weiß nicht, ob die da Ja, dann durchgezogen kannst du sind, sie aber, irgendwelche dann kannst Schlaufen du, sind oder so. ja, dann kannst du sie halt nicht mehr zum Fesseln benutzen. Nimm den Gürtel von Dick. Die Kleidung ist nicht zu Asche zerfallen, würde ich sagen. Ja, das könnte man machen, ja. Mit dem Gürtel fesseln geht. So, ja, ich sammle mir da zusammen, was ich halt zusammensammeln kann. Und dann. Und will die Dame mit einem harten Gegner ausnocken. Ja, dann ist sie bewusstlos. Und dann würde ich sie fesseln. Nochmal. Und dann wieder rausschleifen. Okay, und dann? Gehen wir weiter. Gehen wir zurück. Ein Stück. Okay. Versuchen, Ja, die ihr Barrier seht auf, aufzusammeln. an der T-Kreuzung kommt ihr dann an einen weiteren Aschehaufen. Anscheinend scheint hier der gute Dick irgendwie mal getroffen zu haben. Dem Fall sind es nicht Cherrys Klamotten, aber Cherry seht ihr auch nicht. Wird das, wenn wir jetzt zurückgehen, wird das Glockenspiel wieder deutlicher? Das hat aufgehört. Oh! Dann ging es doch von hier aus. Hat das aufgehört, seit die K.O. ist, das Mädel? Nee, irgendwann im Kampf hast du. Du hast dann, was dich auf den Kampf konzentriert und seit dem Kampf ist es irgendwann nicht mehr. Ruhe, murmel ich so, während ich immer noch die Waffe im Anschlag habe. Unterwegs werde ich zu Danny sprechen, bevor dieses verdammte Mist hat loszuschreien, hatte ich eine Vision. Ich habe keine Ahnung, was sie damit gemacht haben, aber dafür verantwortlich ist wahrscheinlich so ein verdammter Chemisi. Kannst du dir die Typen vorstellen, wie die Monster unter dem Vampir? Nach innen und nach außen. Sehen aus wie welche und halten das Ganze für ästhetisch und verhalten sich gerne wie welche.
spielen sich auf wie die Ventru des Sabbats. Denken, ihnen gehört die verdammte Welt und ihnen gehört die Menschheit. Klingt sehr unsympathisch. Ist auch verdammt unsympathisch. Aber nur eine Vermutung. Okay. Das heißt, die gehören zu den Bösen. Also für uns die Bösen. Oh ja. Okay. Woran sie sehen sich nicht unbedingt so als die Bösen, aber ja, sie sind die Bösen. Und woran erkenne ich die? Gar nicht, sehen aus wie du und ich. Toll. Aber spielen ganz gerne mit ihrem Aussehen. Achso, sie verändern es also. Sie sehen manchmal etwas seltsam aus. Es ist nicht so wie das, was du kannst. Sie erzeugen keine Illusionen. Sie. Also, nochmal anders? Wie Shiro. Oder Maskenbildner. Geht. Klingt komisch. Zumindest die ich bisher gesehen habe. Machen also nicht alle, aber der Typ sah so aus, als hätte er es ganz schön verpatzt eigentlich. Ich will gar nicht wissen, wie er aussah. Aber vielleicht hat es ihm ja gefallen. Das ist nur eine Theorie, oder ist irgendwas richtig anderes. Hm. Auf jeden Fall habe ich gesehen, wie dieser seltsame Typ das Mädchen ins Bett gelegt hat und ganz. Waren ihre Augen da schon zu? Ihr Mund? Ja. Ja. Die Infusion könnte einfach nur sowas, könnte wahrscheinlich irgend sowas gewesen sein, zum Aufpäppeln. Du hast gesehen, dass es mal rote Flüssigkeit war. Ah ne, war rote Flüssigkeit. Dann ist es nichts zum Aufpäppeln gewesen, dann war es wahrscheinlich so. Dann müsste doch eigentlich noch ein Rest davon drin gewesen sein, im Infusionsbeutel. Der war so ein bisschen restlos leer. Nicht irgendwie eine feine Linie, die normalerweise. Nein. Nicht eine einzige. Wow. Das ist seltsam. Das ist wirklich. Ja, das ist tatsächlich seltsam. Im Schlauch auch nichts, der da so runter. Im Schlauch auch nichts. Scheiße. Warum habe ich nicht gerade eben nicht daran gedacht, das Zeug einfach doch mitzunehmen? Ich habe kurz. Ist ja auch egal, jetzt haben wir es vergessen. Ja. Also, wir nehmen dieses hübsche kleine Ding hier auf jeden Fall jetzt mit und sehen, was wir mit ihr anfangen können. Mhm. Du meinst, aber du passt auf sie auf, falls wir wieder in den Kampf verwickelt werden. Viel wichtigere Frage. Holen wir Unterstützung oder nicht? Oder fackeln wir den ganzen Laden einfach ab und hoch zu oben? Wie wär's, wenn wir mal Logan aufspüren? Ich kann ihn nicht aufspüren, er ist zu mächtig dazu. Wenn er da rein wollte, dann ist er da reingegangen. Er ist schon irgendwo mittendrin und macht sein Ding, oder was? Gut möglich. Wenn er uns begleiten würde, dann würde er sich ja wahrscheinlich melden. Das heißt, es ist scheißegal, ob wir es anfordern oder so. Er ist hier drin, ja. Was er will, und wir könnten uns einfach verpissen. Ordinär ausgedrückt. Pissen wir uns und lassen die ganze Sache uns bis wohin auch immer verfolgen. Klingt irgendwie nicht so verlockend. Dann würden wir es jetzt ziehen und sich das Ganze weiter ausbreitet. Auf jeden Fall müssen wir damit rechnen, dass noch mehr da unten sich verdunkeln. Und der einzige von uns, der sie sehen kann, bin ich. Musst du mir also sagen, wo ich hinzuschießen habe.
Du musst quasi meine Augen sein. Braucht nicht jeder von uns ein paar Augen, die er benutzen kann? Ich drehe mich mit der Waffe in die Richtung der Stimme. Da steht Frau Jenkins an die Wand gelehnt. Ich überlege, ob ich das soll. Ich lasse schon mal den Lauf rotieren. Die Dame zeigt sich also auch mal wieder. Ja, wir sind ja fast da. Kommt mit, hier vorne ist, geht's weiter. Bringen wir die Sache zu Ende. Durch die nächste Tür. Und wenn sie vorgeht, folge ich hier. Ich achte darauf, vorgeht. Sind hier an diesen Wänden hier auch Geister? Ja. Ich will nämlich auf jeden Fall noch was versuchen. Ich möchte nämlich dieses Mädel in mir schnappen. Mhm. Und einmal schön gegen die Wand. Das Mädchen gegen die Wand pressen? Ja, die Geister allein, muss ich sagen. Sagen, dass sie warten sollen? Ja, dann wird Folgendes passieren, dass die gegen die Wand gepresst wird. Du siehst, wie die Geister sie so irgendwie so umfangen und auch irgendwie so durch sie durchgreifen. Und sie auch aus ihrer Ohnmacht erwacht und heftig zuckt und schreit. Aber sonst passiert nichts Großartiges. Lass das ist nur lästig, lass das blöde Vieh hier. Das braucht niemand mehr. Was ist es? Es ist ein Teil von dem, was sie gebaut haben. Sie haben es zum Ausruhen hierher gebracht. Ich will irgendwie gar nicht wissen, was da gebaut wurde. Wenn du vorher mit uns geredet hättest, dann würde ich nicht in der Bredouille sitzen, sie mitnehmen zu müssen, um irgendwas aus ihr herauszulassen. Deswegen sage ich dir ja, dass du sie hier lassen sollst. Ich lege die jetzt möglichst mittig in den Gang, in die Richtung, in die wir dann sowieso zum Ausgang müssen. Mhm. Ja, und ich würde dann Dala folgen. Ich hoffe immer noch im Anschlag, immer auch bereit, sofort loszuschießen. Egal, was kommt. Geh uns endlich auf. Kann ich nicht. Aber ihr werdet gleich selber sehen. Und dann biegt sie ab und geht in den Raum rein. Wie genau hat sie dieses kann ich nicht gesagt? Genauso wie ich es gesagt habe, kann ich nicht. Und sie benutzt übrigens die Karte, die ihr einen von den Gegnern abgenommen habt, um die Tür zu öffnen, durch die Tür zu kommen, wo ihr gerade reingeht. Und ihr betretet mit ihr zusammen den Raum und es ist ein großer, runder Raum, der so zylindermäßig oben zugeht. Aber an die Decke ist eine Sternenkarte gemalt oder sowas, das würdet ihr zumindest denken, und es sind verschiedene Alkoven in der Mitte an ein großes Maschinending angeschlossen. Mehrere Schläuche seht ihr und Computerterminals. Und in jedem von diesen Alkoven liegt einer von diesen Mädchen mit den zugenähten Augen und Mündern. Und ihr seht einen großen thronähnlichen Sessel. Goldene Thron, wir sind auf Terra. Der quasi in der Mitte von diesen Apparaturen aufgebaut ist, und auf dem Ding ist jemand festgeschnallt und der sieht aus wie Dala Jenkins. Oder die sieht aus wie Dala Jenkins. Ich schaue zu Dala, schaue zu der. Und zwar eine Version von ihr, die sehr ausgemergelt aussieht. Fast bleicher als ein Vampir normalerweise sein sollte. Ausgemergelt, ausgezehrt, faltiges Gesicht. Eingefallene Wangen, ganz wenig Hauten noch auf den Knochen, mit, genau, wie gesagt, festgeschnallt. Ich schaue zu Dala. Mehrere Schläuche sind an sie in sie ihr Fleisch eingestochen. Ich schaue zu unserer Dala, zu der auf dem Stuhl. Jetzt wisst ihr, warum ich euch nichts verraten konnte. Scheiße.
man sich da irgendwie runterhocken? Und ich schaue mir mal die Apparatur genau an, um zu erkennen, wie man sie da am besten runterbekommt, dass sie am Leben bleibt. Ich habe versucht, mir selber zu helfen. Aber es geht nicht. Und es war der letzte Ausweg, mich in mit euch zu verbinden. Ihr wart das Erstbeste, was da war. Vielleicht können wir dir aushelfen. Wenn dieses Schwein mich nicht verraten hätte. Dann könnt ihr helfen. Es benutzt mich. Für all das hier. Schwein? Meinst du den Typen mit den Dreadlocks? Ja, genau den. Lala, weißt du? Erst also. Weißt du vielleicht, wie man dich da rausbekommen könnte? Irgendwie so. Wir brauchen die Kokosnuss. Na wunderbar. Also ist die Kokosnuss doch ein Schlüssel oder ein Abfahrt? Schon mal angedacht, dass die Kokosnuss bei uns sein könnte? Ich weiß nicht, was die Kokosnuss ist. Ich habe ihn nur davon reden gehört. Und in letzter Zeit war ich ja nicht viel hier. Keine Ahnung, was passiert ist. Wir suchen also irgend so einen verrückten Chemisi und versuchen ihm die Kokosnuss abzugeiern, um dich zu retten. Mich zu rauszuholen, genau. Wird dann. Weißt du, du hättest doch um Hilfe fragen können. Weißt du, das Problem damit ist, dass man sich erstmal klar werden muss, dass man Hilfe braucht. Ich war bis vor ein paar Stunden davon ausgegangen, dass ihr mich besetzt habt und nicht ich euch. Aber Logan hat mich aufgeklärt. Was Logan? Wo steckt der eigentlich? Er hat die Spieluhr abgestellt. Sagt Danny tatsächlich. Aber trotzdem. Jetzt brauchen wir also immer noch die Kokosnuss. Dieser Freak benutzt mich, um ins Network einzudringen. Das heißt, wenn wir nicht da ist. Könnt ihr euch vorstellen, was es bedeutet, wenn die Chemisi auch noch über das verfügen würde, das normalerweise nur wir verfügen? Verdammt schlimme Scheiße. Ja. Meine Frage. Wäre es möglich, da einfach sämtliche Schläuche zu kappen und sie da von diesem Stuhl zu holen? Klar wäre das möglich. Würdest du sie dadurch töten? Nicht nur das, würde es die ganze Sache halt nicht heil machen, sondern. Ja, stimmt. Aber irgendwie müssen wir sie losmachen, müssen wir definitiv noch. Aber ja, hier müssen wir dann das stopfen, was da kaputt ist. Ich bin so froh, dass ich mir Squirrels Touch gekauft habe. John geht nämlich hin und kniet sich vor diesem tollen Thron und vor Dalas Körper. Ja. Scheißgeräte. Ist ja klar, dass man solchen Gerätschaften nicht trauen kann, so ein Mist, ey. Ich lege mal dahin die Hände, wo ich denke, wo es am sinnvollsten scheint, wo irgendwie Schaltkreise oder sonst was. Ich kenne mich ja mit dem Kram nicht aus. Irgendwas zusammenläuft. So. Auf das Herz des Throns, der Maschine. Ja, das Herz der Maschine scheint wirklich Dala zu sein. Und dann würde ich gerne eine Hand auf Dala legen und eine auf die Maschine selbst irgendwie. Und komm, ich gebe Willpower aus auf jeden Fall jetzt. Du würfelst auch scheiße heute, wa? Ja, ich. Keine Ahnung warum. Wie machst du es mit, wie ist dein System für Willpower? Zusatzerfolg oder nicht würfeln oder. Ein Zusatzerfolg kannst du machen, ne?
Ich, während John das macht, behalte ich den Raum im Auge. Schwierigkeit? Also 6. Dann habe ich mit dem Willpower-Erfolg 3 Erfolge. Was willst du wissen? Ich will wissen, was der Maschine fehlt. Ich will wissen, wie sie... Der Maschine fehlt nichts, sie funktioniert einwandfrei. Wie sie funktioniert oder wie sie angeschaltet oder abgeschaltet wird. Also ich will versuchen, sowas aus ihr rauszupressen, sozusagen. Also, wie arbeitet die Maschine? Was tut sie? Ja, das ist schwierig für dich zu begreifen. Siehst irgendwie Schemen, wie der Chimisi daran Regler verstellt und sonst irgendwas macht. Du siehst, wie die Figuren ausgetauscht werden, also die Mädchen ausgetauscht werden in den Alkoven. Und du siehst, wie er sich hin und wieder irgendwie anschließt an die Maschine. Weißt ja auch wo. Und du hast auch gesehen, dass Dala nicht immer da gesessen hat, sondern früher jemand anders da gesessen hat, den du nicht kennst. Vielleicht kann er da nicht schauen. Das geht ja nicht, wir können ja nicht unsere Gönnung abbinden, oder? Ne, müsste dir schon erzählen. Ich frage ihn. Aber so richtig ein Verständnis von der Funktion hast du überhaupt nicht. Hast du keine Ahnung von. Erst recht nicht, weil die Maschinen generell fremd sind. Kann ich mal Intelligenz und Computer würfeln, ob ich irgendwie eine Ahnung habe, wie das Ding funktioniert? Ja, aber es ist kein richtiger Computer, ne? Es ist halt. Ja, es wäre halt so der einzige. Oder Technology. Das haben wir auch noch. Ja, würfel mal. Na, das sind genauso viele Würfel, von daher ist es eigentlich letztendlich dunkel. Ich habe auch keine Erfolge. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktionieren soll. Ja, ich wende mich wieder dazu, also unserer sozusagen. Seit wann genau sitzt du da? Das weiß ich nicht. Weißt du, wie das Ding? Wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass wir einen Körper teilen. Ich habe ja auch Kontrolle über diesen Körper. Okay. Vielleicht bin ich das auch gar nicht, der da sitzt. Da, wobei mir. Weißt du, wie das Ding funktioniert? Gott, nein. Du bist vor einigen Monaten aufgetaucht, Dana, lange bevor der Irrsinn wirklich angefangen hat. Das heißt, sie muss schon etwas länger da sitzen. Vielleicht hast du dich aus deinem Körper geflüchtet, sobald du. Ich weiß nicht. Sobald du hier saßt. Vielleicht wurdest du ja verdrängt oder etwas ähnliches und du hast dir einen Valkarianer gesucht. Tut mir leid, dass du einen erwischen musstest, der sowieso schon so ist. Ich gehe recht der Annahme, dass es nicht sehr sinnvoll wäre, dich bzw. deinen Körper da jetzt einfach so rauszuholen, oder? Versuch's. Ich will auf jeden Fall wieder zurück, wenn das mein Körper ist. Bist du dir sicher, dass ich es versuchen soll? Wenn das mein Körper ist, will ich ihn zurück. Dann mache ich es von mir aus auch selber. Nee, ich würde hingehen und das wirklich versuchen. Ich würde noch mal kurz zu John gucken. Ich würde die Kabel abkriegen und den Körper da rausholen. Ich würde das nicht tun. Ich habe so das Katana schon in der Hand. Und warum nicht? Ich würde das auch nicht machen. Kommst dann von hinten und Logan steht in der Tür. Du weißt nicht, wie das Ding funktioniert und was passiert, wenn du sie einfach herauslöst. Das Ding ist ein Tor. Ein Tor ins Netzwerk. Und es ist offen. Wir müssen es schließen. Und dafür brauchen wir die Kokosnuss. Bevor wir irgendetwas anderes machen. Miss Jenkins hier hat Ihnen unwissentlich den Schlüssel gegeben. Ich habe die Patientenakten eingesehen von oben. Die gute Frau Coconut hat eine kleine Auffälligkeit. Nicht wahr, Dala?
dann guckt sie so zu Boden. Coconut ist ein Waisenkind. Ihre Eltern sind verschwunden bei ihrer Geburt, wahrscheinlich. Unsere Miss Jenkins ist die Mutter von Darla Coconut. Wenn wir die Darla im Thron noch mal sehr genau angucken. Ja, die sieht alt aus, zerbrochen, ausgezehrt. Was sagt die Aura? Die Aura sagt, es ist ein Vampir, der... Wobei du siehst, dass diese Aura abgesaugt wird durch die Schläuche. Und immer blasser wird, je länger du drauf guckst. Und die Aura verrät dir unzählige Arten der Diablerie. Und ansonsten einen melancholischen Zustand. Also, Moment. Also unsere Darla Jenkins ist einfach nur die Mutter von Darla Coconut. Das sagen zumindest die Blutbilder. In den Akten hier. Ich gehe nicht davon aus, dass Darla ein normaler Mensch ist. Aber ich gehe davon aus, dass sie ein normaler Vampir ist. Ja, und jeder Vampir war mal Mensch. Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Und dann guckst du zu Darla rüber. Darüber will ich jetzt nicht reden. Mach mich los. Warum lässt du Schlüssel? Wenn wir dich jetzt da losschneiden und dich da rausziehen, hat diese Maschine nichts mehr, was sie am Laufen hält. Was das Tor in das Netzwerk stabil hält. Ich weiß aus welchem Grund auch immer dieser komische Chemiske dieses Tor stabil und gerade hält. Das ist das Einzige, was es trennt davon, dass es komplett aufreißt und die komplette Welt Zugang zum Netz erhält. Das heißt, das Tor muss vorsichtig und richtig verschlossen werden. Darla, die gute Darla ist ein Fokus. Und der Chemiske wird sie wahrscheinlich benutzen, dazu gezielt in Köpfe einzudringen und gezielt Menschen, Vampire, andere Wesen zu beeinflussen, ohne dass sie das überhaupt merken, weil er Teil von ihnen wird. Er schließt sie ans Netzwerk an, macht sie verrückt, macht sie kirre und kann alles sehen, alles miterleben, was diese Dinge ja werden. Das heißt, man könnte... Und er kann es ein- und ausschalten, wie er will. Dafür ist dieses Ding da. Das heißt, man könnte Darla jetzt ersetzen durch einen anderen Vampir oder was? Zumindest müsste ein Malkavianer sein. Es müsste etwas sein, was Zugang zum Netz hat. Und wenn man etwas draufsetzt, was keinen Zugang mehr hat, da reißt das Tor dann auf. Dann funktioniert das nicht. Das heißt, das Tor wäre zu. Nein, das Tor ist so oder so geöffnet. Es kann nicht nur geschlossen werden durch die Kokosnuss. Die Maschine ist das Tor. Darla ist der Stabilisator. Und wer genau. Verstehe ich das richtig? Also wer ist die Kokosnuss? Nuss ist der Schlüssel, der sie sicher herausholt. Ja, aber wer ist... Und das Tor verschließt. Wo ist die Kokosnuss? Oder wer? Wir müssen den Chemisken finden und ihn dazu bringen, dass er das Ding abstellt. Und ihn dann am besten komplett vernichten. Das wäre für jeden Chemisken meiner Meinung nach der beste Weg, ihn von der Welt zu tilgen. Die Welt ist ohne sie besser dran. Ich gerne. Erst recht, wenn sie sich in unsere Clan-Angelegenheiten mischen. Und das hier ist eine sehr große Einmischung, würde ich sagen.
Und wenn wir das Ganze hier überstehen, dann Gnade diesem Clan, wer auch immer. Das heißt, wir suchen jetzt... Wir haben bereits Krieg. Viel schlimmer kann es nicht sein. Ich würde sagen, dann machen wir es mal auf die Suche nach der Sau, oder? Seid vorsichtig, hier stromern mal noch ein paar von diesen Schaufelhänden rum. Was hast du dabei machen, Logan? Ich passe auf, dass hier niemand mehr an diese Maschine geht. Dana? Ich gucke mal rum, ist er bewaffnet? Sie ist zumindest keine Waffe, die er mit hat. Ich glaube auch nicht, dass der welche braucht. Ich glaube, er ist mächtig genug, ohne Waffen auszukommen. So kriegt er halt eine, wenn er, aber ich glaube nicht, dass er eine braucht. Du kannst ein 500 Jahre alter, unglaublich mächtiger Vampir sein, aber wenn du keine Waffe ein bei dir hast... Ein Flock und weg. Es sei denn, du bist ein alter Gangwill, die Stärke, ist ja auch ein Flock egal. Okay, Tja, ich denke, da wir jetzt keine Anhängsel mehr haben, wäre es sinnvoller, sich zu verdunkeln. Und weg ist er. Das kann er. Kann er das inzwischen? Wenn ich schon gemeint sei? Verdunklung konnte er schon. Ja, nee, aber wenn ich schon gemeint sei, dass er einfach nur flippt weg. Ja. Wenn gerade keiner auf uns geachtet hat, ja. Aber wenn dieser Typ die gleiche Fähigkeit hat wie ich, dann kann er uns trotzdem sehen. Dann siehst du ihn aber auch. Das heißt, das ist ein Ausgleich. Und ich bin wieder sichtbar. Genau. Ich würde sagen, wir cutten das Ganze an dieser Stelle und gucken dann beim nächsten Mal und machen wir uns auf die Jagd nach dem Chimisi. Ja. Das wäre auch perfekt in einem Film für eine Werbepause. Alle machen sich unsichtbar und die Werbung wird eingespielt. Genau. Und wann es weitergeht, das erfahrt ihr auf dem Nordpol am ehesten. Und ich denke, das nächste Mal wird dann das große Staffelfinale von wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Und wenn nicht, dann bin ich halt mitten unter ihnen. Dann wird es halt die erste Hälfte des Finales. Genau, oh, ich glaube schon. Dass wir sind voll modern, die Jugendbücher heutzutage, und wir machen aus dem letzten Film immer zwei Teile. Natürlich. Wir haben ja heute auch eine halbe wir haben auch heute eine Dreiviertelstunde überzogen, von daher. Oh. Mal gucken. Oh, ist mir gleich aufgefallen. Aber war geil. Ja, okay, dann würde ich sagen, tschüss, liebe Zuschauer, danke, dass ihr zuguckt habt, wann auch immer ihr das hier guckt. Gute Nacht, guten Tag, guten Morgen und bis zum nächsten Mal. Euer Kuani.